So, herzlich willkommen zurück im Plenum. Und ich möchte gleich mal einen sehr analogen Teil dieser Veranstaltung anteasern. Und zwar haben wir Ihnen so kleine Evaluationsbögen auf die Sitze gelegt. Wir haben jetzt ein paar Kommentare schon gehört, wie es Ihnen heute gefallen hat. Und wir bitten Sie, hier einfach einzureißen auf der Ja- oder Nein-Seite, wie Sie diese Veranstaltung empfinden. Das hilft uns einfach ein bisschen einzuschätzen. Gefällt Ihnen das Format? Gefällt Ihnen die Inhalte? Was können wir das nächste Mal anders machen? Und das können Sie dann gerne, wenn Sie rausgehen, zum Beispiel auf diesen Tisch legen, wo die beiden gerade stehen, da ist ein Stehtisch, einfach da hinlegen. Dann können wir da sammeln, was wir das nächste Mal vielleicht anders machen können. Falls Sie noch einen Stift haben, hilft es natürlich auch total, dann Bemerkungen darauf zu schreiben, damit wir einfach wissen, was hat Ihnen gefallen und was hat Ihnen weniger gefallen. Und gerade hat mich jemand angesprochen und hat gesagt, die Leute, die mit Digitalisierung zu tun haben, so wie heute mit der Tagung, die haben ja dann manchmal einen blinden Fleck. Und dieser Mann hat gesagt, frag doch mal, wie viele Leute jetzt nicht sich beteiligen konnten über Slido, aus welchem Grund auch immer, weil sie das nicht mitmachen wollen oder weil der Akku leer war. Das würde ich gerne mal sehen. Halten Sie mal kurz die Hand hoch, wer sich nicht beteiligt hat an Slido. Oh, das sind ziemlich viele. Ich würde sagen, das sind ungefähr 30 Leute von ungefähr 100, sagen wir mal 30%. Dann machen wir das jetzt so. Wir hatten ja vorhin die Bitte, sich analog beteiligen zu können. Das machen wir jetzt wieder so, würden wir in Berlin sagen. Und dafür haben wir unsere Kollegin Ariam hier. Ariam, wo bist du? Ich sehe dich nicht wegen der Säule. Hier, die Dame im Schwarz mit den langen, schönen Haaren. Und Ariam hat das Mikrofon, wenn Sie sich beteiligen wollen, weil Sie zum Beispiel aus den Labs was einbringen, weil Sie eine Frage haben, können Sie es analog tun und Sie können es digital tun. Es hat alles seine Vorteile. Wenn man es analog macht, muss man sich trauen. Da sind oft die Introvertierten ein bisschen benachteiligt. Und wenn man es digital macht, muss man ein Smartphone dabei haben. Von daher hoffen wir, dass wir auf diesen beiden Kanälen Sie dann alle erreichen. So, so viel zum Verfahren für heute. Eine Bedingung, wenn Sie sich analog beteiligen, bitte. Genauso kurz wie in Slido. Weil der Nachteil bei analoger Beteiligung ist halt immer, ne, dann nimmt man sich ein bisschen Zeit, erzählt ein bisschen, das dauert dann alles länger. Also ja, auf jeden Fall, aber genauso kurz wie in Slido. So, heute haben wir ganz viel über Deutschland geredet und haben mal so einen kleinen Seitenblick geworfen auf USA und China. Und diesen internationalen Horizonterweiterungsblick, den wollen wir jetzt fortführen und mal über den Tellerrand schauen. Wir haben jetzt zwei kurze Inputs dazu und eine Fragerunde. Und wir schauen als erstes mal auf die europäische Ebene, denn unser Gast, der jetzt kommt, der sagt, das ist dort, wo die wirklich interessanten Dinge geschehen. Und unser Gast, der jetzt kommt, ist Ralf Bendrath, politischer Berater am Europäischen Parlament zu Netzpolitik und Datenschutz. Willkommen. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich hatte noch ein paar Folien mitgebracht. Ah ja, sehr gut. So, also für die, die mich nicht kennen, ich habe bis 2. Juli diesen Jahres für Jan-Philipp Albrecht gearbeitet im Europäischen Parlament. Unter anderem die Datenschutzgrundverordnung mit erarbeitet. Ja. Los, Eier, Tomaten. Und Jan ist ja jetzt in Kiel als Minister für Draußen und Digitales. Ich arbeite seit dem 3. Juli für seinen Nachfolger Romeo Franz, der auch in den Innenausschuss gegangen ist und macht da unter anderem die Themen auch noch weiter. So, wenn man sich anguckt, EU-Digitalpolitik in globaler Perspektive, und wenn man da erstmal sozusagen auf die wirtschaftliche Ebene guckt, dann sieht das alles nicht so super aus, ne? Also, es gibt kaum noch Halbleiterhersteller in Europa. An großen Softwareunternehmen haben wir SAP, klar, aber sonst bin ich mir nicht so sicher. Wir haben aber viel Open Source hier. Das ist sozusagen der schlafende Riese hier in Europa auch. Und wir haben ziemlich viel Erfahrung auch im Bereich E-Government. Da gibt es ja gerade im Baltikum, Estland und so einiges an Vorsprung. Im Bereich Digitalwirtschaft selber, sozusagen die Firmen, die dann mit den Daten Geld verdienen und so, gibt es eigentlich auch nur noch US-Unternehmen? Also, kennt jemand eine deutsche oder europäische Alternative zu Netflix? Netflix? Also ich nehme mal die ARD-Mediathek. Aber sonst? Ja, da gibt es den Tatort. Ja, aber kennt keiner. Ne? Das Einzige vielleicht, was mir spontan einfällt, wäre Spotify. Die kommen ja aus Schweden.
Und wenn man dann anguckt, kann man da versuchen, über die internationalen Handelsabkommen, die ja in den letzten Jahren, also die zweite Generation von Handelsabkommen, die da verhandelt werden, gibt es da Versuche, irgendwie die europäische Digitalwirtschaft ein bisschen besser zu schützen? Nö, da kommen eigentlich immer so Standardkapitel rein zum Thema E-Commerce, freier Fluss von Daten, Punkt. Eine Ausnahme sind die personenbezogenen Daten, da haben wir es immerhin geschafft, dass die Kommission sich jetzt geeinigt hat auf einen Verhandlungstext, der ganz klar sagt, auch wirklich ohne Ausnahmen, dass die EU weiterhin ihr Recht behält, den Schutz von personenbezogenen Daten so zu regeln, wie sie es will. Und das kann eben auch Beschränkungen beim Datentransfer in Drittstaaten bedeuten. Da komme ich gleich noch drauf. So, was jetzt im Moment passiert, wir verhandeln gerade über den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen für die EU. Da hat die Kommission jetzt erstmals vorgeschlagen, eine sogenannte Digital Europe Facility einzurichten mit 9,2 Milliarden für 2021 bis 2027. Klingt erstmal viel, aber wenn man denkt, dass das 7 Jahre sind, naja, das ist pro Jahr weniger, als Google an Gewinn macht. Ne? Da wollen sie jetzt vor allem fördern künstliche Intelligenz, Supercomputer, Cybersicherheit, auch Skills, also sozusagen die Ausbildung der Leute besser fördern und E-Government wiederum. Wird, wie gesagt, derzeit diskutiert. Wer da gute Ideen hat, was man da noch machen sollte oder wo es vielleicht unsinnig ist, viel Geld drauf zu schmeißen, der kann sich sehr gerne an mich wenden. Wir sind gerade in den Verhandlungen, müssen demnächst Änderungsanträge einbringen. Verdoppeln? Ja, können wir auch versuchen. Aber zum Beispiel Open-Source-Förderung fände ich hier eine wichtige Sache. Ne? Steht noch gar nicht drin. So, halt, war das? Ja. Wenn man sich dann die Konkurrenz anguckt, wie gesagt, die USA sind da sehr weit führend, eigentlich in vielen Bereichen, Software und Hardware. Das liegt vor allem daran, dass das da ein sehr stark unregulierter Markt ist. Die Firmen können da im Prinzip machen, was sie wollen. Oft nach dem Motto, move fast and break things. Und wer sozusagen sich am schnellsten bewegt und am schnellsten die meisten Nutzer und damit auch Nutzerdaten sammelt, hat gewonnen. Dann kommt es oft zu natürlichen Monopolbildungen. Gerade in diesen vernetzten Infrastrukturen ist das ja ein natürlicher Effekt. Kaum Verbraucherschutzregeln dazu. Aber sogar bei den USA sieht man schon, dass die ihre Hardware selber kaum noch herstellen. Also Apple macht zwar die ganzen Gewinne in Cupertino, aber die Hardware lassen sie bei Foxconn in China fertigen. Das Gegenmodell ist eben China. Da wird Roderick gleich noch ein bisschen zu erzählen, deswegen erwähne ich das hier nur kurz, expandiert inzwischen auch weltweit, wenn man sich zum Beispiel deren Aktivitäten in Afrika anguckt, da kommst du gleich noch drauf. Dann ist noch interessant, Israel hat eine sehr aktive Start-up-Szene, auch viele Digitalunternehmen. Und da kommt dann aber klassischerweise auch viel an Abhörtechnik und solchen Firmen her. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was wir als Vorbild nehmen sollten. Rest der Welt, kurzen Überblick, Asien ist relativ divers, ist halt auch groß. Japan und Südkorea sind ziemlich spitze. Südkorea halt Samsung als einer der Marktführer da im zum Beispiel Smartphone-Bereich. Lateinamerika ist, was sozusagen globale Wirtschaft, Digitalwirtschaft angeht, natürlich nicht so mit im Rennen, hat aber vor allem in Brasilien ein paar interessante Online-Beteiligungsexperimente gemacht. Da wurde zum Beispiel in Sao Paulo, glaube ich, der Haushalt der Stadt eine Weile, machen wir das immer noch? Weiß ich gar nicht genau, über Online-Beteiligungsverfahren sozusagen ausgehandelt und beschlossen. Brasilien hat auch vor ein paar Jahren die NetMundial-Initiative gestartet, wo so eine Art digitale Bürgerrechts-Internet-Grundrechte-Charta erarbeitet wurde, ist dann leider von unter anderem den USA abgeschossen worden. Das hat keinen Follow-up mehr gekriegt. Ja, Israel hatte ich jetzt schon. Afrika ist nochmal ein ganz spezieller Fall, ist aufgrund der wirtschaftlichen Gegebenheiten da ziemlich abgehängt, was sozusagen Digitalwirtschaft im globalen Maßstab angeht. Dafür gibt es aber da inzwischen relativ viele Start-ups in bestimmten Ländern. Ruanda zum Beispiel hat es da nach dem Genozid echt geschafft, das wieder richtig gut aufzubauen. Und die haben da viele Start-ups, die so eher aus der Maker-Kultur kommen und einfach so gucken, was haben wir hier für spezielle Bedürfnisse. Wir haben einfach nicht immer Strom, wir haben auch nicht immer Internet. Wie bauen wir die Geräte so, dass die mit krassen Umweltbedingungen klarkommen und so weiter. Da gibt es also interessante Entwicklungen, da empfehle ich sehr einen Film, der vor kurzem auf Arte lief. Ich hoffe, der ist noch in der Mediathek verfügbar, von Géraldine de Bastion. Die hat sich da mal die ganzen Maker-Startups angeguckt. So, das war zum Thema Digitalwirtschaft. Die Wirtschaft braucht aber ja auch Regeln. Ne? Wie gesagt, in den USA haben wir eigentlich kaum Regeln, das ist ein Problem. In China haben wir es extrem verregelt. Man könnte sagen, das ist so ein gamifiziertes 1984. Ja, mit diesem Social Scoring jetzt und so Sachen. Und
In der EU haben wir zumindest theoretisch den Anspruch, dass wir Regeln setzen, die auf Grundrechten und Grundwerten basieren. Was unter anderem daran liegt, dass wir seit 2009 die Charta der Grundrechte verbindlich haben, auch für den EU-Gesetzgeber. Und da sind so ein paar Beispiele, Datenschutzreform hatte ich schon genannt, IT-Sicherheit wird gerade daran gearbeitet, Netzneutralität ist schon beschlossen, Abschaffung der Roaminggebühren, jetzt vor kurzem gerade im Parlament die Abstimmung zur Urheberrechtsreform. Da sieht man wieder, es wird natürlich über diese Regeln auch immer heftig gestritten, das kann manchmal auch schief gehen oder so ausgehen, wie man selber das vielleicht nicht will, aber es wird zumindest darum gerungen, diese Regeln irgendwie zu setzen. Aktuell wird jetzt auch noch darüber geredet, wie kann man künstliche Intelligenz besser regulieren, damit eben keine bösen Algorithmen rauskommen. Was? Keine bösen Algorithmen da rauskommen, sozusagen. Wie reguliert man die Plattform? Da haben wir jetzt gerade aktuell die Diskussion, gibt es seit dem 12. September auch eine Empfehlung der Kommission, wir verhandeln im Parlament gerade über eine Resolution dazu. Wie schützen wir die nächste Europawahl im Mai vor sozusagen unangemessenem Einfluss durch Firmen wie Cambridge Analytica oder auch durch die Russen oder so? Welche Verantwortung sollten da Facebook und so kriegen? Ist nicht einfach, aber es wird zumindest versucht. Beispiel Datenschutz, das war Teil meines Jobs hier. Das war die letzte Verhandlungsrunde, da ist der Text entstanden auf meinem Laptop. Gegenüber sitzt das Team der Luxemburger, die Ratspräsidentschaft. Und immerhin haben wir es ja doch gegen Ende geschafft, dann noch einigermaßen Aufmerksamkeit zu kriegen. So, und wie gesagt, die Datenschutzgrundverordnung ist erstmal eine Zumutung für alle, die Daten verarbeiten, ist klar, das fanden nicht alle toll und viele mussten sich jetzt neu darauf einstellen. Basiert aber eben auf Werten, auf Grundsätzen, Verarbeitung von Treu und Glauben, Transparenz, Zweckbindung, in der Regel die Einwilligung der Betroffenen oder eine andere legitime Rechtsgrundlage, starke Betroffenenrechte auf Auskunft, Löschung und so weiter und jetzt endlich auch mal starke Durchsetzung. Bis 4% des Jahresweltumsatzes als mögliche Bußgelder bei starken Verstößen. Und das sieht man jetzt schon, strahlt weltweit aus. Wir haben einerseits schon seit der alten Datenschutzrichtlinie von 95 Regeln für Datentransfers in Drittstaaten. Wenn ich in Europa Daten erhebe und die in den USA zum Beispiel weiterverarbeiten will, muss ich bestimmte Bedingungen erfüllen und kann die nicht einfach so dahin schicken, weil eben sozusagen Datenschutz, da wandern meine betroffenen Rechte eben mit den Daten mit. Ne? Ich muss dann auch, wenn ich woanders lande, da die gleichen Rechte auf Auskunft, Löschung und Ähnliches haben. Zweckbindung. Was wir jetzt neu gemacht haben bei der Datenschutzgrundverordnung, ist das Marktortprinzip einzuführen. Damit wird jetzt erstmal klargestellt, alle Unternehmen, die auf dem europäischen Markt Waren und Dienstleistungen anbieten und in dem Zusammenhang personenbezogene Daten verarbeiten, egal ob sie einen Sitz, eine Niederlassung in der EU haben oder nicht, müssen sich an die gleichen Regeln halten. Und damit haben wir jetzt endlich mal sozusagen das Level Playing Field mit allen, vor allem aus dem Silicon Valley, die einfach in Europa gar nicht niedergelassen sind, aber übers Internet hier Online-Dienste anbieten. Für die gelten jetzt auch die EU-Regeln. Das hat viel Dynamik ausgelöst, unter anderem deswegen. Alle möglichen Länder von Israel bis Japan und Lateinamerika passen gerade ihre Datenschutzgesetze an, das EU-Recht an oder sind dabei. Sogar in Kalifornien gab es ja kürzlich durch so eine Bürgerinitiative Volksbegehren erzwungen, das erste wirklich umfassende Datenschutzgesetz in den USA. Das ist vom Modell her immer noch ein bisschen anders gestrickt, ist eher eine Opt-out-Lösung als eine Opt-in-Lösung. Aber wenn man sich den Text mal anguckt, das Wording ist wirklich teilweise 1:1 aus der Datenschutzgrundverordnung kopiert. Das ist schon spannend. Schon überlegt, ob ich da Urheberrecht an. Andere Debatten sind, wie gesagt, erst am Anfang. Zum Beispiel, also künstliche Intelligenz hatte ich genannt, Plattformen hatte ich genannt, aber zumindest versuchen wir es immerhin, da wertebasiert Regeln mal zu setzen. Ganz kurz zwei Beispiele noch. Digital Fair Trade, können wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen ausführlicher diskutieren, das finde ich extrem spannend, aber da wird noch kaum drüber geredet. Was machen wir mit nicht personenbezogenen Daten? Dafür gibt es eigentlich erstmal keinen Schutz bisher. Aber was passiert, wenn ich jetzt in ein Freihandelsabkommen reinschreibe, sagen wir mit Senegal oder so, dass alle nicht personenbezogenen Daten frei hin und her transferiert werden dürfen ohne Grenzen? Führt das dann nicht im Prinzip zu einem digitalen Kolonialismus, dass so wie früher die Edelsteine, das Kautschuk und die Elefantenzähne oder andere Mineralien da extrahiert werden, aber die eigentliche Wertschöpfung und der Gewinn dann in der EU gemacht wird oder in China, wie wir gleich von Roderick noch hören werden,
müsste man zumindest mal drüber nachdenken. Die Frage ist, wie regelt man das dann? Will man Dateneigentum an solchen nicht personenbezogenen Daten einführen? Finde ich eher schwierig. Data Localization ist eine Möglichkeit, dass man sagt, die Daten müssen zum Beispiel auch immer hier bleiben, da wo sie herkommen. Ist aber auch umstritten. Man könnte auch sagen, man macht die Daten sozusagen für die Allgemeinheit verfügbar. Datenallmende, Digital Commons. Auch nicht leicht. Datensteuer, ähnlich wie eine Finanztransaktionssteuer, auch schwierig. Wie gesagt, da gibt es noch keine richtigen Antworten, aber ich finde, da muss man drüber nachgedacht werden. Und die Diskussion geht jetzt gerade los. Anderes hatte ich schon angesprochen, im Vorfeld der Europawahlen nächstes Jahr wird jetzt in Brüssel ganz intensiv diskutiert, wie schützen wir unsere Wahlen vor unverhältnismäßigem Einfluss, gerade auf sozialen Netzwerken. Empfehle ich sehr diese Studie von Müller und Schwarz, die im Mai erschienen ist, Fanning the Flames of Hate. Die haben sich mal angeguckt, wo gab es in Deutschland in den letzten Jahren rechtsradikale Übergriffe und mit welchen anderen Variablen korreliert das, so je nach Ortschaft. Anzahl der Ausländer, die da leben, Bildungsniveau, Arbeitslosigkeit, was auch immer, Altersdurchschnitt oder so. Die einzige Variable, wo es einen signifikanten statistischen Zusammenhang gab, war die Facebook-Nutzung in den Orten. Da gibt es sozusagen einen unmittelbaren Zusammenhang, weil die AfD da unter anderem sehr aktiv ist und so. Kann man anhand der Facebook-Nutzung in einem Ort und wie dann da die AfD sozusagen auch ihre Sachen pusht, quasi voraussagen, wie viele rechtsradikale Übergriffe da stattfinden werden. Und das macht mir echt Angst. In den USA, wie gesagt, wird das eher nicht geregelt. Da sagen sie immer, wir haben hier das First Amendment, freie Rede, auch wenn Unternehmen irgendwas äußern, sogar was der Algorithmus ausspuckt, geht bei denen unter Redefreiheit. In China haben wir natürlich Zensur, das Gegenmodell wollen wir auch nicht wirklich. Die Frage ist jetzt eben, wie finden wir da unseren europäischen Weg, der unsere Demokratie davor schützt, hier irgendwie angemessen beeinflusst zu werden, der aber dann eben nicht zu weit geht und so eine Art, was weiß ich, Zensur, Upload-Filter und solche Sachen einführt. Da muss man eben die Balance finden, aber die Debatte läuft jetzt gerade und zumindest versuchen wir es. So, als Fazit eben, wie gesagt, EU ist bei der Technikentwicklung selber vielfach abgehängt. Da müsste man jetzt schon mal, das hat die Kommission eben auch vorgeschlagen, Geld drauf werfen und versuchen, da wieder aufzuholen. Da muss man eher gucken, in welchen Bereichen will man das machen. Aber Regeln steuern eben auch Technikentwicklung. Die Datenschutzgrundverordnung führt jetzt auch dazu, dass Unternehmen, die datenschutzfreundliche Technologie anbieten, datenschutzkonforme Suchmaschinen zum Beispiel, gibt es einige in Europa und so, dass die jetzt einen Wettbewerbsvorteil kriegen. Und da haben wir einige eben auch in Europa. Und diese Technikregulierung findet eben hier auch wertebezogen statt, wertebasiert. Und wenn es gut läuft, hat sie globale Ausstrahlung. Das wäre so die Hoffnung. Damit übergebe ich dann an Roderick direkt. Nee. Danke. Vielen Dank an Ralf Benrath. Wir machen noch eine kleine Außenschalte sozusagen. Das haben wir heute Morgen schon mal gemacht. Und zwar, Sie haben ja kurz Afrika angesprochen und wir gehen mal zu Jessica Hesen. Die haben Sie heute Morgen schon kennengelernt, Uni Tübingen. Die hat ein Lab angeboten. Die hat nämlich gerade eine zweitägige Konferenz gemacht zum Thema Digitalisierung in Afrika. Und lassen Sie mal ganz kurz, das sind Sie, ne? Ja. Genau, super, Sie sind schon genau vor mir. Lassen Sie ganz kurz, weil Sie gerade zwei Tage hier komplett Programm dazu gemacht haben, uns ein bisschen einnorden, was denn sozusagen für Afrika gerade auf dem Spiel steht in Sachen Digitalisierung. So, dass viele Afrikaner und Afrikaner, Daten, Menschen aus verschiedenen Ländern natürlich da in Afrika, dass sie alle beklagen, dass jetzt tatsächlich diese riesigen Investitionen kommen aus China und ihnen selber eigentlich keine Steuerungselemente in die Hand gegeben werden, um diese Investitionen auch in ihrem Land gemeinwohlorientiert zu steuern. Also was sie immer wieder sagen ist, wir sitzen nicht mit am Tisch, also wir werden nicht gehört. Also es geht immer um US-Konzerne und jetzt natürlich China. Und wir möchten gerne aktiv partizipieren an diesen Technikentwicklungen. Und es ist tatsächlich so, dass in Städten wie Accra jetzt zum Beispiel oder auch in Nairobi, da gibt es so kleine Tech-Hubs, die wirklich sehr aktiv sind und auch tolle Anwendungen machen für den afrikanischen Markt. Die haben aber innerhalb ihrer Länder auch jeweils eine sehr starke, wie man so schön sagt, Digital Divide, also eine sehr starke Trennung zwischen Stadt und Land. Und es ist nach wie vor so, also je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, dass 75% der Bevölkerung in Afrika keinen Anschluss haben ans Internet. Und wenn, dann läuft alles natürlich über Telefone, noch nicht mal Smartphones, sondern die meisten haben tatsächlich normale Tastentelefone noch, für die aber auch ganz faszinierende Apps entwickelt werden. Also aber das ist tatsächlich so eine Geschichte, wo man sich auch tatsächlich von
westlicher Seite an die Nase fassen muss, unter moralischen Aspekten zu gucken, welche Standards, moralischen Standards haben eigentlich die Konzerne, wenn sie ihre Technologien nach Afrika exportieren, weil das da oft wie so eine weiße Leinwand ist, also wo es noch keine starken staatlichen Steuerungsinstrumente gibt. Und da jetzt die Frage ist, welche Daten werden da abgesaugt, haben die überhaupt Datenschutzvoreinstellungen, sind die überhaupt erwünscht in den Ländern Afrikas, die haben einen anderen Begriff von Privatheit, also sehr, sehr viele spannende Fragestellungen. Vielen Dank, dass Sie das noch mit reinbringen für die Perspektive. Dankeschön. Ja, und von Afrika gehen wir jetzt nach China und werfen mal einen Blick durch eine geowirtschaftliche und geopolitische Brille. Und das übernimmt Roderick Kefferpütz, der gerade schon angekündigt wurde, Redaktionsmitglied des Green European Journal. Also er ist auch Referent im baden-württembergischen Staatsministerium, aber er ist heute hier mit seiner privaten Meinung. Ich glaube, das ist immer wichtig zu sagen. Und wir freuen uns, dass er für uns mal diese Brille aufsetzt. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, als allererstes möchte ich doch der Heinrich-Böll-Stiftung nochmal danken, heute hier sein zu können, um mit Ihnen über die geowirtschaftlichen Verschiebungen, die die Digitalisierung bringt, zu sprechen. Denn die Digitalisierung bringt meines Erachtens auch eine Art neue Wirtschaftsordnung mit sich, mit geopolitischen Auswirkungen. Und diese Veränderung, die spüren wir vielleicht jetzt noch nicht so sehr, weil es uns in Deutschland ja wirtschaftlich gesehen gar nicht so schlecht geht. Die Auftragsbücher sind voll, die Exporte sind auf Rekordhoch, die Wirtschaft brummt, aber das ist halt nur eine Momentaufnahme. Diese Momentaufnahme verdeckt die grundlegenden dynamischen Verschiebungen in der Weltwirtschaft. Schauen wir uns doch nur die Veränderungen in der Unternehmenswelt in den letzten Jahrzehnten an. Seit dem Jahr 2000 sind gut die Hälfte der Fortune 500 Firmen, das sind die 500 umsatzstärksten Firmen in der Welt, die Hälfte sind verschwunden. Hauptauslöser, die Digitalisierung. Und dieser Trend wird sich fortsetzen. Experten rechnen damit, dass bis zum Jahr 2025 nochmal rund 40% der heutigen Fortune 500 Firmen verschwinden werden. Früher, da waren die weltweit größten Firmen Öl- und Gasgiganten, Rohstoffriesen, Investmenthäuser, Automobilkonzerne. Heute sind es junge Technologiefirmen aus Amerika und aus China. Dankeschön. Sie führen die Liste der weltweit größten börsennotierten Unternehmen an. Und Europas Konzerne laufen hingegen Gefahr, abgehängt zu werden. Die Digitalisierung fordert die alte, analoge Wirtschaftsordnung heraus. In Europa, da sind wir stark in den Industrien des 20. Jahrhunderts. Autos, Maschinen, Elektronik, Pharma. Aber im 21. Jahrhundert dominiert Software die Hardware. Schon heute hat Software einen angeblichen Anteil von 40% an der Wertschöpfung eines Autos. Meine Befürchtung ist, dass Europa hier in einen digitalen Zangengriff landet. Denn bei der Digitalisierung ist der Markt längst im Spiel zwischen zwei globalen Mächten. Amerikaner auf einer Seite und China auf der anderen Seite. Wir haben es heute schon gehört, beide haben Unmengen von Daten, Unmengen Geld und expandieren aggressiv. Und mit ihren Internetgiganten gehen sie jetzt bei wichtigen Schlüsseltechnologien in die Offensive. Bei der künstlichen Intelligenz, bei der Quantentechnologie, bei der nächsten Generation von Halbleitern und Superchips. Hier werden Unsummen investiert. Nehmen wir doch nur die künstliche Intelligenz als Beispiel. In der Zeitausgabe vom Donnerstag war da ein sehr, sehr guter Artikel über die Weltkonferenz zur künstlichen Intelligenz, die in Shanghai stattgefunden hat. Alles Unternehmen aus China und aus Amerika. Ein Unternehmen war noch da, SAP, das stimmt, ein europäisches Unternehmen aus SAP, vertreten von dem Büroleiter aus China, so war es. Letztes Jahr zog China knapp die Hälfte der weltweiten Investitionen bei der künstlichen Intelligenz an. 38% gingen in die USA. Europa
kommt gar nicht vor. Das war in der Kategorie andere mit all den anderen Weltregionen. Wenn wir aber bei diesen Zukunftstechnologien nicht Gas geben, wertebasiert Gas geben sozusagen, dann werden wir abgehängt. Dann besteht die Gefahr, dass wir auf andere angewiesen sind. Und dann, so krass es auch klingen mag, so beschreibt es Joschka Fischer in seinem neuen Buch, könnten wir als Cyberkolonie mehr oder weniger vom Silicon Valley oder von Shenzhen enden. Und ganz Unrecht hat er nicht. Letzte Woche hat der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt gesagt, dass das Internet sich in zwei Teile teilen könnte. Eins dominiert von den Amerikanern, eins dominiert von den Chinesen. Und die Frage, die wir uns dann stellen sollten, ist, ob wir uns damit zufrieden geben oder ob wir nicht selbst versuchen, einen europäischen Pol aufzubauen. Denn die Digitalisierung befeuert halt auch die Auseinandersetzung der Gesellschaftsmodelle. China, wir haben es heute schon gehört, nutzt digitale Technologien, um sein autokratisches System zu verfestigen. Mit Totalüberwachung und einem Sozialkreditpunktesystem. Da wird jedes menschliche Tun aufgezeichnet, bewertet, evaluiert und Konsequenzen gezogen. Und in den USA wiederum herrscht ein unregulierter Hyper-Datenkapitalismus, wo die Privatsphäre auf dem Marktplatz verkauft wird. Gerne auch an russische Firmen, die sich dadurch Einflussmöglichkeiten verschaffen. Es geht hier also nicht nur um die Zukunft Europas als Wirtschaftsstandort, sondern auch um Fragen der technologischen Souveränität und um Wertefragen. Ich komme jetzt nochmal zurück zu was der Ex-Google-Chef Eric Schmidt letzte Woche gesagt hat. Er sagte, Zitat, es besteht wirklich die Gefahr, dass digitale Produkte und Dienste in Zukunft eine andere Art staatlichen Regimes mit sich bringen. Mit Zensur, Kontrollen, Spionage. Hier treffen Geschäft, Gesellschaft und Geopolitik aufeinander. Gerade der technologische Aufstieg Chinas bereitet vielen Sorgen. Staatspräsident Xi Jinping will China zur Cyber-Superpower machen. Zusammen mit anderen Ländern soll eine Schicksalsgemeinschaft im Cyberspace etabliert werden. China dehnt also seinen digitalen Einfluss aus. Und das stößt natürlich auch auf Reaktionen von Seiten der Amerikaner. Chinesische Players wie Alibaba, Didi Chuxing und Tencent expandieren in neue Märkte. Viele Staaten in Afrika sind schon heute abhängig bei digitalen Netzwerken und Telekommunikation von China. Wer verkauft die meisten Smartphones in Afrika? Transsion Holdings aus Shenzhen. Wer baut die digitale Infrastruktur in Afrika? Äthiopien zum Beispiel, ZTE. Tansania hat Unterstützung bekommen bei der digitalen Regulierung, ein Cyber Capacity Building. Tansania hat jetzt Internetkontrollen und Cybergesetze, wie sie in China gelten. Oder nehmen wir ein Beispiel von vor 3 Monaten. CloudWalk Technology, ein Unternehmen aus Guangzhou, hat vor kurzem mit Zimbabwe einen Deal gemacht. CloudWalk Technology soll jetzt in Zimbabwe eine Gesichtserkennungsinfrastruktur aufbauen. Da kommen wir nochmal zurück, was Ralf vorher gesagt hatte über den Datenkolonialismus. Weil China hat viele Daten über Chinesen, aber mit einer Gesichtserkennungsinfrastruktur in Zimbabwe kriegt man auch noch Daten über Afrikaner. Und wissen Sie übrigens, wer das deutsche 5G-Netz aufbaut? Das macht die Deutsche Telekom zusammen mit Huawei. Ein Unternehmen, dessen Hardware in den USA für öffentliche Einrichtungen verboten ist. Australien hat auch ein Verbot an Huawei geschickt. Gesagt, Huawei darf sich nicht an dem 5G-Netz beteiligen in Australien. Japan, Südkorea, Indien prüfen jetzt alle, ob sie nicht auch Huawei am 5G-Netz verbieten wollen. Aber in Europa, in Deutschland, wird das gar nicht so richtig thematisiert. Ob es eventuell ein Problem sein könnte, dass die zukünftige technologische Infrastruktur auf Hardware von China basiert. Ich bin der Meinung, wir sollten das diskutieren. Es ist wichtig, dass Europa seine eigenen digitalen Kompetenzen aufbaut, auch, und das hat Ralf auch sehr schön in seiner Präsentation vorhin gesagt, um international einen dritten Weg aufzuzeigen. Einen Weg zwischen China und Amerika, der die digitale Welt mit Datenschutz und unter ethischen Kriterien anbietet. Das ist unser Geschäftsmodell und das ist unsere Stärke. Und da können wir für andere Regionen Leitregion sein.
Und deshalb müssen wir selber in diese neuen Zukunftstechnologien investieren. Und hier in Baden-Württemberg tun wir das ja auch. In Tübingen haben wir mit dem Cyber Valley in kürzester Zeit einen wahren Hotspot für die künstliche Intelligenz aufgebaut. Und wir etablieren auch jetzt in Baden-Württemberg einen Forschungsverbund, um die ethischen Fragen bei der Digitalisierung zu diskutieren. Aber da muss auch der Bund nachziehen und sich beteiligen. Baden-Württemberg kann im Spiel von China und Amerika nicht alleine dastehen. So gut wir auch sind, wir können alles, ja, aber... Zweitens müssen wir internationale Standards durchsetzen, die unsere Werte entsprechen. Die Datenschutzgrundverordnung ist da nochmal ein gutes Beispiel, aber wir müssen auch bei den Industriestandards nachlegen. China ist zum Beispiel sehr aktiv bei den Industriestandards, hat eine Strategie veröffentlicht, um Standards bei der künstlichen Intelligenz zum Beispiel stärker durchzusetzen. Und drittens geht es nicht nur darum, bei uns zu Hause Regulierungen machen und Cybergesetze zu machen, sondern auch sich Gedanken zu machen um unseren Nachbarkontinent, was in anderen Weltregionen geschieht. Sollten wir auch Drittstaaten beim Aufbau einer guten digitalen Infrastruktur nicht unterstützen? Warum sollte China alleine die digitale Zukunft von Afrika aufbauen? Ich glaube, Europa muss sich da um seinen Nachbarkontinent auch stärker kümmern, zum Beispiel mit einem digitalen Entwicklungsfonds oder einer digitalen Außen- und Entwicklungspolitik. Europa und allen voran Deutschland müssen sich um diese Zukunftsfelder widmen, einbringen und die digitale Zukunft prägen und im Rahmen seiner Werte und Vorstellungen gestalten. Denn wenn wir es nicht tun, dann werden andere es tun und die werden unsere Interesse sicherlich nicht im Auge haben. Danke. Ja, vielen Dank. Wir rufen noch Ralf Bendrath dazu. Genau. Wir haben jetzt noch eine kleine Frage-Rückfrage-Runde und Sie können gerne Fragen weiterhin über Slido stellen. Sie können auch Ariam ansprechen, sich kurz melden und dann kommt sie zu Ihnen, vorausgesetzt, Ihre Frage ist so kurz wie in Slido. Ich gucke mal hier rein, was hier schon steht. Also eine Frage aus dem Publikum an Herrn Bendrath. Was wird aus der E-Privacy-Verordnung und wann kommt sie? Ah. Das ist alles ganz furchtbar. Also E-Privacy, für die, die es nicht wissen, ist eine zusätzliche Verordnung auf EU-Ebene zum Schutz der elektronischen Kommunikation, die wiederum noch stärker geschützt werden muss als sozusagen normale Daten mit der Datenschutzgrundverordnung, was ja eben um die Vertraulichkeit unserer Gespräche und Mails und sowas geht, so wie früher das Briefgeheimnis. So, das Parlament hat vor ungefähr einem Jahr dazu eine recht gute, starke Position beschlossen. Seitdem warten wir auf den Ministerrat, um über den finalen Text dann verhandeln zu können. Die österreichische Ratspräsidentschaft hat schon vor einer Weile angekündigt, dass sie bis Dezember nicht anstreben, dass der Rat verhandlungsbereit ist, sondern die wollen nur einen Sachstandsbericht liefern. Das heißt, es kann sein, dass das noch bis Mitte, Ende nächsten Jahres dauert, wenn überhaupt. Es gibt da grundsätzliche Differenzen zwischen Rat und Parlament. Das ist, glaube ich, das Problem, am Ende dann überhaupt eine Einigung zu finden. Sie haben jetzt vorhin gerade gesprochen vom wertebasierten Regeln, die EU quasi aufbaut. Ich habe mir da die Frage gestellt, gibt es überhaupt ein gemeinsames Verständnis in der EU zum Thema Datenschutz und Datensicherheit? Wenn man von wertebasierten Regeln spricht, sollte man gemeinsame Werte haben. Also zu Datenschutz auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist seit 2009, seit dem Lissabonner Vertrag, im EU-Primärrecht verankert, im Vertrag über die Arbeitsweisen der Union und in der Grundrechtecharta. Das bindet also den europäischen Gesetzgeber. Und da steht zum Beispiel schon drin, dass personenbezogene Daten in der Regel mit Einwilligung der Betroffenen oder auf Grundlage einer anderen legitimen Rechtsgrundlage nur verarbeitet werden dürfen und nicht einfach so, wenn man es will oder kann. Da steht so zum Beispiel sogar auch schon drin, dass die Aufsicht durch unabhängige Datenschutzbehörden stattfinden muss, weil die eben auch die staatlichen Datenverarbeitungen kontrollieren. Das ist sozusagen der Rahmen. Wie das dann genau aussieht, wie man das konkret ausbuchstabiert, welche betroffenen Rechte hat man, wann gibt es auch Ausnahmen und so weiter, was ist mit privilegierter Datenweiterverarbeitung zu Forschungszwecken und solchen Sachen. Das wird natürlich dann im Detail immer je nachdem verhandelt. Da hatten wir einfach in diesem Fall Glück, dass wir einen grünen Berichterstatter hatten, der auch Ahnung vom Thema hatte. Zur IT-Sicherheit gibt es das in der Form so nicht, dass es sozusagen
in der Grundrechtecharta oder irgendwo auftauchen würde. Außer bei personenbezogenen Daten ist klar, die sollte man auch möglichst sicher aufbewahren. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, es gab gestern wieder die Meldung, dass es einen riesen Datenleck bei Facebook gab, 50 Millionen Leute betroffen oder so. Aber das ist sozusagen kein so ein Grundrechte-Ding. Obwohl es gibt in Deutschland seit ein paar Jahren, seit dem Verfassungsgerichtsurteil zum Staatstrojaner, gibt es ja in Deutschland zumindest das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen, das sogenannte Computergrundrecht. Und da haben die Verfassungsrichter in Deutschland zumindest schon gesagt, dass man als Bürger einen Anspruch darauf hat, dass der Staat gewährleistet, dass man sozusagen nicht einfach so Opfer von Hackerangriffen werden kann. Wie man das dann konkret umsetzt, ne, wie man Anreize setzt für starke IT-Sicherheit, ist natürlich immer eine andere Frage. Ne. Die Kommission will jetzt wieder ganz viel Expertise entwickeln und Cybersicherheitstools und sowas bauen lassen mit ihren Geldern, die da reinfließen sollen. Wir sagen als Grüne in Brüssel seit Jahren, man braucht eigentlich vor allem starke Anreizstrukturen, damit die Hersteller einfach intrinsisch motiviert sind, selber dafür zu sorgen. Sowas wie Produkthaftung auch für Software oder so. Ne. Publikumsfrage, bitteschön. Roderick Kepperpütz. Wir waren uns, glaube ich, alle einig, dass wir eine werteorientierte Entwicklung der digitalen Gesellschaft brauchen, gerade in Baden-Württemberg mit dem Cyber Valley, in das viele, viele Millionen Euro gesteckt werden, viele Professuren, viele Public-Private Partnerships. Es gibt aber buchstäblich keine einzige institutionalisierte universitäre Forschungsstelle in ganz Baden-Württemberg für Ethik oder gesellschaftliche Begleitforschung. Da wollte ich mal fragen, warum das eigentlich der Fall ist. Stimmt, er ist privat hier sozusagen. Also als Member des European Journal, als Autor, als Redaktionsmitglied. Ich kann trotzdem darauf antworten. Also Hut ab, den nächsten Hut auf. Nee, ich würde den privaten dran behalten. Ja, okay. Und zwar ist das so, dass es wir in Tübingen ja immer noch auch ein sehr gutes Institut haben für Ethik, das sich auch verstärkt mit der Digitalisierung behandelt. Und wir ja auch gesehen haben, dass das ein wichtiges Thema ist und deswegen jetzt die Ausschreibung gemacht haben für den Forschungsverbund, um die ethischen Fragen der Digitalisierung anzugehen. Jetzt kann man natürlich sicher noch überlegen, ob man nicht beim Cyber Valley noch extra andockt und da noch mehr Begleitforschung und Ethik mit rein. Das nehme ich mit und da sind wir auch in Diskussionen in der Verwaltung. Wenn Sie Fragen haben, Ariam ist hier. Gieß mal die zweite Reihe bitte. Hören die anderen ihn? Also, Sie wollten es vorhin haben, jetzt haben Sie es, nutzen Sie Ihre Macht. Also, meine Frage ist folgendermaßen an Herrn Bentrat. Im Oktober tritt die Europäische Kommission zusammen und beschließt, in Gesamteuropa die Übermittlung der biometrischen Daten von allen Datenbanken gleichzeitig. Nicht bekannt? Man will, ja, ich kann nur auf einen Beitrag in der CT verweisen, wo steht, dass sämtliche Daten, biometrische Daten, ausgetauscht werden. Das heißt, es gibt ja verschiedene Institutionen, ja, die diese Daten sammeln und verwerten und das soll grundsätzlich miteinander getauscht werden. Ist das nicht ziemlich gefährlich? Auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Da bezieht sich das auf die Grenzdatenbanken, die es in der EU seit einigen Jahren gibt. Also das Einreise-Ausreisesystem, die Eurodac-Datei für Asylbewerber, die Visa-Informationssysteme und Ähnliches. Da werden ja bisher auch schon zum Teil biometrische Daten erhoben. Und da gibt es jetzt, das ist aber schon älter, einen Vorschlag der Kommission, dass diese ganzen Datenbanken miteinander verknüpft werden sollen und auf einer einzigen zentralen Biometrie-Kerndatenbank basieren sollen. Ja, sozusagen das ultimative Identitätsmanagementsystem für alle Drittstaatenangehörige, die jemals nach Europa kommen und alles noch miteinander verknüpft. Finden wir als Grüne extrem gefährlich, das teilen auch die Linken und Sozialdemokraten. Wir sind da im Parlament gerade mitten am Ende der Verhandlungen. Die Liberalen sind da mal wieder gespalten. Es gibt welche, die finden das gut, weil schützt ja die Außengrenzen und hilft gegen Terrorismus oder so, ist dann immer das Narrativ. Es gibt aber auch welche, die finden das eher nicht so gut.
Ich habe aber ein bisschen Angst, dass wir da mit knapper Mehrheit leider verlieren werden. Was da im Oktober jetzt passiert, ist wahrscheinlich eher der Ministerrat, ne, der dann dazu seine Stellungnahme. Ja, es wird im Parlament jetzt auch im Oktober wahrscheinlich abgestimmt werden. Da ist noch nicht ganz klar, wie es ausgeht, aber ich fürchte, dass wir damit knapper Mehrheit verlieren werden und dann diese große einheitliche Biometrie-Datenbank für alle Drittstaatenangehörige kommt. Das ist das Problem, das ist leider sehr, wir sagten so kurz wie in Slido, Verzeihung, das müssen wir dann in eine kleine andere Diskussion danach verlagern. Vielen Dank. Weil wir haben auch eine Meldung hier auf dieser Seite, hinter der Säule, genau. Ja, hallo, ich habe eine kurze Frage an den Herrn Käferpütz. Was glauben Sie denn, sind die Gründe dafür, dass wir das hier verschlafen haben in Deutschland, in Europa und die Amerikaner und Chinesen uns davonziehen? Und ich glaube, das passt zu der Frage, die ganz oben in der Online-Befragung ist. Genau, also die Frage kann ich einfach noch mal kurz nennen, für die, die weiter hinten sitzen. Sind bisherige demokratische Prozesse nicht viel zu langsam, um mit dem Tempo der Digitalisierung mitzuhalten? Und wie kann sich da, und wie muss sich da vielleicht auch Demokratie verändern? Muss kommt von mir, kann steht da drin. Ja, ich glaube, wir haben es ja vorher auch schon gehört. Der Unterschied ist wesentlich, dass Amerikaner haben zum Beispiel einen großen Markt, können viel große Daten abgreifen, weil sie halt nicht so strenge Regeln haben, überhaupt keine Regeln. Die Chinesen haben auch einen großen Markt, können die vielen Daten abgreifen. Beide haben einen großen Venture-Capital-Markt, das heißt, sie können schnell in Startups investieren, haben eine Risikobereitschaft und vielleicht geht es uns auch hier irgendwie so gut, dass man gar nicht merkt, dass da was auf uns zurollt. Es ist ja so, dass man Erfolg ja auch träge machen kann. Die zweite Frage, die da oben bei Slido ist, die ist jetzt, glaube ich, wieder runtergerutscht. Genau, wenn sie beantwortet ist, dann kommt sie raus, okay. Sozusagen. Das fand ich eine sehr, 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 sehr spannende Frage. Und zwar, inwiefern in der Digitalisierung die liberale Demokratien und die autokratischen Systeme gegeneinander angehen und wer schneller sozusagen die Modernisierung schaffen kann oder seine Gesellschaft modernisieren kann. Und da fand ich auch sehr spannend, was Yuval Harari letztens publiziert hat, ein Zukunftsphilosoph aus Israel, der gesagt hat, Demokratie und Autokratie, das sind zwei verschiedene Arten von Entscheidungssystemen und Datenverarbeitungssystemen. Bei einer Demokratie, da kann jeder seine Meinung geben, da wird miteinander diskutiert und debattiert, da macht man Kompromisse und dann findet man am Ende eine Lösung. Und bei einer Autokratie ist es halt so, dass man halt einen bestimmten Informationssatz hat, seinen eigenen, und die Entscheidung trifft man anhand dieser Daten oder dieser Informationen, die man hat. Man kriegt keine weiteren Informationen von außerhalb. Und bei der künstlichen Intelligenz ist jetzt die Frage, ob das diese Systeme ändert, indem zum Beispiel bei der Autokratie viel mehr Daten bekommen, viel mehr Informationen bekommen und gar nicht mehr nötig ist, andere Gruppen irgendwie einzubinden, wie es bei Demokratie der Fall ist. Ich habe da keine Antwort drauf, aber ich fand das eine sehr, sehr spannende Frage. Aber ich glaube nicht, dass die künstliche Intelligenz schon so weit ist, dass sie auch diesen Aushandlungsprozess und dieses Ringen auch um das bessere Argument und so wirklich ersetzen kann. Ne? Da ist, glaube ich, Demokratie schon noch ein Vorteil. Zur Frage, ob Demokratie nicht zu langsam ist, stellt sich mir nicht. Ist für mich keine Alternative denkbar. So, ganz einfach. Und Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel hat Datenschutzgrundverordnung hat mit Vorlauf, Konsultation und allem an die 7, 8 Jahre gedauert. Aber das ist jetzt einmal ein Satz von Regeln, der die nächsten 20 Jahre halten muss. Ja, der ist auch relativ technikneutral geschrieben. Das kann man auch auf Bitcoin und andere Sachen noch anwenden. Das muss nicht alle 3 Jahre neu gemacht werden. Wir nehmen noch mal eine letzte Frage für diese Runde. Kann ich auf Till antworten? Gerne. Oder ich antworte nachher. Sie meinten hier, das ist die Frage, wie Sie Digital Fairtrade auf Daten beziehen. Derjenige, der die Frage gestellt hat, findet hier die Rohstoffextraktion wichtiger und die Hardwareverfertigung. Also warum Daten? Ja, natürlich
die Rohstoff- und Hardware-Extraktion, also die Rohstoffextraktion zur Herstellung von Hardware, Coltan und ähnliches, ist auch ein Riesenproblem, ist ganz klar. Nur mir ist irgendwann mal aufgefallen, weil wir immer über Schutz von personenbezogenen Daten reden, auch im Kontext von Handelsabkommen und sowas, um die nicht personenbezogenen Daten hat sich bisher noch keiner wirklich Gedanken gemacht. Und ich wollte mal zumindest da zum Nachdenken anregen, ob das nicht auch mit Beispiel, Blick auf das, was Roderick erzählt hat, die Aktivitäten von China in Afrika, ob das nicht perspektivisch vielleicht sogar ein viel größeres Problem wird. Okay, an diesem Punkt danke ich erstmal für den Blick über den Tellerrand und wir verabschieden mal Roderick Kefferpütz mit einem Applaus. Danke. Nee, wir brauchen keinen Schulleiter, ich erkläre auch gleich warum. Also die Runde, die jetzt kommt, war eigentlich so angesetzt, dass wir gesagt haben, wir gucken auf Politik heute für morgen, das ist das Thema. Und wir gucken auf mehreren Ebenen drauf, also auf der Landesebene Baden-Württemberg, auf der Bundesebene und auf der Europaebene. Die Landesebene, Theresia Bauer ist erkrankt und ist leider nicht dabei, deswegen fällt die heute weg. Aber Ralf Benrath ist da für die europäische Ebene und wir freuen uns, dass Konstantin von Notz da ist. MdB für die Grünen, bitteschön. Ihn kennen wahrscheinlich auch alle, aber ich sage noch mal kurz offiziell, ne? MdB für die Grünen ist für die Bundesebene hier Jurist und war, glaube ich, auch der erste netzpolitische Sprecher aller Parteien, richtig? So ist das. Ja, ich habe gleich mal eine Frage, die ich auch aus Slido geholt habe. Also weiterhin können Sie Fragen über Slido stellen oder live oder wir gucken auch auf die Ergebnisse aus den Labs, um Ihre Fragen einzubringen. Vorhin habe ich die Frage gelesen, brauchen wir überhaupt eine Regulierung auf einer bundesdeutschen Ebene oder sollen wir das nicht eigentlich der EU überlassen? Also grundsätzlich ist es total richtig, natürlich das immer europäisch zu denken und die Dinge europäisch anzugehen. Und die Stärke der Datenschutzgrundverordnung ist natürlich, dass es einen einheitlichen Rechtsrahmen für Europa schafft. Trotzdem darf man den Druck nicht rausnehmen aus den nationalen Debatten, aus der bundesdeutschen Debatte. Ich glaube tatsächlich, ich habe das jetzt so ein bisschen verfolgt heute den Tag über, Sie haben den breiten Rahmen dieses Themas gesehen. Und ich glaube, die Demokratieprobleme, die wir im Augenblick weltweit mit den Demokratien westlichen Typs, so will ich das mal nennen, haben, der hat sehr viel mit diesem Umbruchsprozess Digitalisierung auf ganz unterschiedlicher Ebene zu tun. Und tatsächlich ist das so, dass die Politik, aber eben auch die Bundespolitik beweisen muss, dass sie in der Lage ist, diesen Umbruchsprozess als Gesetzgeber zu begleiten. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, ja gut, also hier in Berlin, das lohnt ja alles nicht, entweder macht Brüssel irgendwas oder wir lassen es gleich bleiben, sondern wir brauchen eben den Druck auf allen Ebenen und im Zweifel gibt es auch eine ganze Reihe von Dingen, die sind ja eben auch schon angeklungen, die zwingend auch in der Bundespolitik passieren müssen. Ich meine, wenn wir für die Politik heute für morgen sprechen, können wir auch mal einen ganz kurzen Blick über die Politik, auf die Politik von gestern werfen. Es gab ja schon mal eine Enquete-Kommission 2010 bis 2013 zum Thema Internet und digitale Gesellschaft, in der Sie Obmann waren. Die hat wahnsinnig viele Handlungsempfehlungen erarbeitet, nämlich 400 Stück. Was ist daraus eigentlich geworden? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Man muss dazu sagen, also eine Enquete-Kommission ist eigentlich eine schöne Einrichtung im Deutschen Bundestag. Ja, das ist nämlich, der Bundestag hat ja eigentlich 23 Ausschüsse zu allen möglichen Themen. Und wenn man sich aber mal so richtig mit dem Thema beschäftigen will, dann macht man eine Enquete-Kommission. Und die Enquete-Kommission hat damals tatsächlich, glaube ich, 1800 Seiten zusammengebracht, 400 Handlungsempfehlungen, 100 davon fraktionsübergreifend, ja, von der Linken bis zur CSU, haben gesagt, das können wir sofort machen. Und es ist sehr wenig umgesetzt worden. Und das ist eigentlich die Grundanalyse meiner Ansicht nach bei ganz vielen und vielleicht auch im Hinblick auf die Frage, ist die Demokratie zu langsam? Wir haben kein Erkenntnisproblem. Also wir wissen, dass wir dringend verschiedenste Dinge regeln müssen, dass wir im Bereich, nehmen wir Urheberrecht und Wissenschaft im Digitalen, im Bereich des Datenschutzes ist jetzt die Datenschutzgrundverordnung gekommen, aber
auch im Hinblick auf das Steuerrecht und tausend Baustellen, dass wir da dringend etwas tun müssten. Aber es gibt eben eine Riesendiskrepanz in der Politik zwischen dem, ich nenne es immer Cyber-Bullshit-Bingo, was alle betreiben, wenn sie am Sonntag irgendwie eine schicke Rede halten oder die Kanzlerin den IT-Gipfel organisiert, und an dem, was tatsächlich parlamentarisch rumkommt. Ja? Also alle reden vom Cyber und wie wichtig und die Zukunft ist die Digitalisierung und so bla bla bla. Und wenn man dann mal guckt am Ende, was kommt denn rum, wo trifft man mal eine Entscheidung im Deutschen Bundestag, ist in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr wenig passiert. Und das ist eine der großen Probleme. Wir wissen eigentlich Bescheid und der Laden ist zu träge. Mit welchem Zeithorizont müssen wir denn da arbeiten? Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade bei Ihnen gesehen, EU bei der Strategie bis 2027. Also in welchen Zeiträumen denken wir denn da, um jetzt die Weichen gut zu stellen? Also gucken wir uns jetzt die nächsten 5 Jahre an, die nächsten 10 Jahre, müssen wir innerhalb der nächsten 2 Jahre bestimmte Sachen einfach auch mal sozusagen klarkriegen? Wie ist das Tempo sozusagen in der Digitalisierung, wie schnell jetzt gehandelt werden muss? Ich glaube, das kann man so pauschal unheimlich schwer nur sagen, aber ich stimme dem Tenor der letzten Stunde hier total zu, dass die Entscheidungen jetzt gefällt werden. Und wir haben in verschiedenen Bereichen wirklich massive Probleme. Ich will vielleicht nochmal als Grundsatz meiner Lesart sagen, also als ich 2009 das Mandat zum ersten Mal bekommen habe, da sind auch alle schon in Silicon Valley getüffelt und haben sich das da angeguckt. Und es ist ja wirklich so, das geht da ja schon Hand in Hand mit einem sehr stark libertaristischen Bild, also nicht liberalen, ja, sondern so eine ganz, überall wo kein Staat ist, da ist es am schönsten und so weiter. Und natürlich sind die USA unheimlich erfolgreich im Bereich der Digitalisierung die letzten Jahre gewesen. Aber zur Wahrheit gehört irgendwie auch dazu, also es hat das Land jetzt nicht krass befriedet oder so, ja, also und es ist jetzt auch nicht so, dass alle reich geworden sind, sondern ich würde sagen, in dem wirtschaftlichen System, das sie da implementiert haben mit der Digitalisierung, liegt auch schon eine gewisse Problematik angelegt. Und die interessante Frage, die man sich ja gerade in einem schönen Land wie Baden-Württemberg, in dem ich selbst mal 7 Jahre gelebt habe, stellen kann, ja, in Heidelberg, dem Disneyland Baden-Württemberg. No, no. Nee, das hätte ich nicht sagen sollen. So, ich habe da sogar gelebt, also ist es völlig unverdächtig. Das ist, warum ist Deutschland eigentlich so erfolgreich? Das ist ja meine Frage, die man sich stellen kann. Wir haben ja auch sozusagen so keine großartigen Bodenschätze und sind so ein riesiges Land oder so, aber trotzdem sind wir wirtschaftlich unheimlich erfolgreich. Und ich würde die Behauptung aufstellen, dass das unheimlich viel mit der Regulierung in diesem Land zu tun hat. Es gibt nichts in diesem Raum, jetzt mal von den Menschen abgesehen, was nicht irgendwie genormt oder, ja, jede Lampe, die hier in die Decke geschraubt wird, die Frage, wie die elektrischen Anschlüsse gemacht werden, was für eine TÜV-Zertifizierung die Mikrofone bekommen, dass über jeder Tür so ein Notausgangsschild halten muss, dass man ein Feuerlöscherzeichen überall sieht. Und wir regeln alles in diesem Land. Alles, ja, und trotzdem stellen wir tolle Produkte her und die verkaufen wir in die ganze Welt, weil sie einen guten Standard haben. Und ich bin ein liberaler Mensch im Kern, aber ich glaube eben, dass der Staat eine gestalterische Aufgabe hat, gerade wenn es um solche Umbruchprozesse geht. Und deswegen denke ich, gerade in diesen Zeiten, wo viele Leute eben auch, ja, und wo vieles nicht so klar ist, wie es laufen soll und wo es tatsächlich, diese Technik ist ambivalent, ja, sie ist für sich genommen, Technik ist nicht gut und nicht schlecht, aber man muss ganz klar bei der Digitalisierung sagen, und in China kann man das toll sehen, die Technik hat eine autoritäre, eine Kontrollseite, eine autokratische Seite, die man rechtsstaatlich einhegen muss. Und das machen wir einfach zu wenig, wir schaffen zu wenig Standards. Und ich glaube, wenn wir das täten, wenn wir, und das eben nicht national, sondern mit einem europäischen Grundkonsens, wenn wir es schaffen würden, einen bestimmten Standard zu setzen, wie jetzt bei der Europäischen Grundverordnung,
dann könnte man eben mit diesem Wirtschaftsraum von 500 Millionen Menschen eine ungeheure Grundlinie einziehen, die dann eben auch dazu führen könnte, dass wir auch wirtschaftlich stärker werden. Und das geht mir eben ein bisschen auf die Nerven in der Diskussion, die wir immer führen. Alle hecheln irgendwie dem Silicon Valley hinterher und übernehmen diese libertaristische Sichtweise, obwohl die ja noch nicht mal in den USA und noch nicht mal im Silicon Valley hegemon ist. Ja, die zanken sich ja sehr stark darüber, ob Google eigentlich das Wirtschaftsmodell der Zukunft ist. Konkretes Beispiel. Konstantin, die Glühbirne da oben hängt, die ist mit CE-Label genormt, das ist auch ein europäischer Regelungsrahmen, kein deutscher, aber gut. Da ist aber dann genormt, wie heiß darf die werden und wie viel Überspannung kann sie ab und solche Geschichten. Wenn das aber eine Smart-Glühbirne wird, wo du mit App irgendwie noch die Farben regeln kannst oder wann sie an- und ausgeht, das ist wiederum nicht geregelt. Da gibt es noch keine Standards dafür. Deswegen kann so eine Glühbirne auch Teil von einem Botnet werden und alles, was da an Problemen dranhängt. So, wir haben gerade in Brüssel die neue Cybersicherheitsverordnung verhandelt. Da hat die Kommission zum ersten Mal so Sicherheitsgütesiegel sozusagen vorgeschlagen. Die werden wohl auch reinkommen. Das ist aber alles freiwillig. Das basiert sozusagen auf Transparenz, Informationen für die Verbraucher und jeder soll dann selber entscheiden können, kaufe ich die mit dem stärkeren Label oder die mit weniger oder mit gar keinem. Wir haben, wie gesagt, immer gefordert, es braucht da Mindeststandards, die verpflichtend sind, dass so eine internetvernetzte Glühbirne eben auch die nächsten 5 Jahre oder wie lange die hält, Sicherheitsupdates kriegt, wenn da Lücken bekannt werden und sowas. Und da hat dann eben klassischerweise, sind das die Konservativen, auch ein Teil der Liberalen, die sagen dann immer, wir dürfen aber da nicht zu viel regulieren und Bürokratiemonster, ne? Und wir machen das erstmal freiwillig und hoffen auf die Schlauheit der Verbraucher. Dann kommen aber Firmen wie hier aus Baden-Württemberg Bosch zum Beispiel bei uns an und sagen, Leute, wir brauchen solche Regeln. Wir sehen nämlich im Moment, dass der europäische Markt überschwemmt wird von billigsten Plastikprodukten aus China, die überhaupt keine IT-Sicherheit eingebaut haben, aber die wir uns alle ans Internet klemmen jetzt. Und wenn wir da nicht einen verpflichtenden Mindeststandard kriegen, haben wir sozusagen auch als Bosch in dem Bereich keine Chance mehr. Und wir sind alle zusammen unsicherer. Das ist nur zum Beispiel, wo sozusagen selbst die Politik das noch nicht mal versteht, wenn wir, die eher sozusagen auf der Verbraucherseite sind, und die Unternehmen sagen, wir brauchen jetzt schnell Regeln. Also wenn ich da einen Gedanken noch dran setzen darf, weil ich in dem Bereich Cybersicherheit im Augenblick der mich sehr beschäftigt, weil ich ja auch Geheimdienstkontrolle seit dieser Legislatur mache und da spielt es auch eine große Rolle. Und um jetzt mal einen Kontrapunkt zu setzen, also bezüglich der Regulierung, ja, in der analogen Welt, sozusagen, was regulieren wir, bevor wir eine Currywurst kaufen? Was macht der Staat, bevor wir eine Currywurst kaufen? Und das, ich kann das eine Stunde lang erzählen, aber ich mache die Kurzversion. Ja, aber wenn das Kälbchen geboren wird, ist gesetzlich geregelt, was für Dinger das Ding ins Ohr geschossen bekommt, wenige Stunden nach der Geburt. Dann ist geregelt, was es gefüttert bekommt, was es, wie oft der Tierarzt kommen muss, was es gespritzt bekommen darf und so weiter. Wird das Kälbchen größer und der Stall, alles ist geregelt, dann wird es geschlachtet, alles geregelt, wer da kommen muss, wie das getötet wird, wie das Fleisch verarbeitet wird und so weiter. Dann wird die Kühlkette muss eingehalten werden, alles dokumentiert, dann kommt das Ding in die Currywurstbude. Der Typ braucht auch ein Gesundheitszeugnis, der das auf den Grill legt, nicht? Zwischendrin kommt das Gesundheitsamt und mit Wattestäbchen und guckt, ob da irgendwo Keime in der Ecke sind. Sozusagen die Zusatzstoffe für das Ketchup, was reinkommt. Alles regeln wir in diesem Land. Ja? Nur damit jeder von uns, wenn er hier in Stuttgart irgendwo eine Currywurst kauft, mit gutem Gewissen reinbeißen kann und weiß, dass er nicht dran verreckt. Und ich kenne niemanden, noch nicht mal die FDP, die sagt, oh, das ist aber ein überregulierter Bereich. Ja? Sondern wir machen das, weil das einfach fundamental wichtig ist dafür, dass wir ein ordentliches Leben führen können. Und im Bereich der IT-Sicherheit gibt es nichts. Wir packen unsere intimsten Daten, unser komplettes Leben, packen wir in diese Infrastruktur rein, in diese Technik. Und wir sind noch nicht mal in der Lage dazu, bei Routern vorzugeben, dass die verschlüsselt seien. Oder was heißt verschlüsselt? Dass die einen Zugangscode brauchen. Der Staat weigert sich. Die Leute stehen im Saturn vom Regal, gucken auf 7 verschiedene Router, aber können überhaupt nicht vergleichen, wie lange kriege ich für den Updates und wie lange für den und gibt es bei dem einen höheren Sicherheitsstandard und so. Und wir sind wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert. Wir haben so ein krasses Sicherheitsproblem im IT-Bereich und das muss man durch Regulierung angehen.
Ja, volle Zustimmung. Vor allem, wenn wir jetzt nicht nur Router ans Internet hängen und unsere Computer und Smartphones, sondern auch Geräte, die physische Effekte haben können, ne? Internet of Things. Meine Heizung will ich vielleicht nur dann ans Internet hängen, wenn ich ganz sicher sein kann, dass nicht irgendjemand sich da reinhängt und am Ende mein Haus abbrennt. So, wir gucken mal auf die Fragen, was hier noch eingelaufen ist von Ihnen, was Sie besprechen wollen. An Sie, Herrn Benrath, welche Optionen zur Besteuerung großer Digitalkonzerne werden denn aktuell diskutiert? Da muss ich leider passen, das läuft im Wirtschafts- und Finanzausschuss, da arbeite ich einfach nicht zu. Okay. Aber vielleicht darf ich einen Gedanken reingeben, das ist jetzt ja auch nicht mal ein Spezialgebiet, aber ich finde, dass es schon eine Frage ist, dass dort, wo ein wirtschaftlicher Mehrwert mit Daten erstellt wird, dass dort auch Steuern gezahlt werden müssen. Und das ist wirklich eine Frage, die man sich mal stellen muss, ob das, wie das im Augenblick läuft, gerade mit den Steuermodellen, die die großen digitalen Unternehmen sich haben einfallen lassen, ob man sich das in der Form eigentlich gefallen lassen will. Man kriegt, wenn man in die USA guckt, im Augenblick einen guten Eindruck, wie die eigentlich mit Unternehmen umgehen, die sich nicht an die Regelungen halten, die in den USA vorgeschrieben sind. Das sind grundsätzlich ein paar weniger als bei uns, aber wenn jemand dagegen verstößt, dann springt der Staat den Leuten wirklich mit angezogenen Knien ins Kreuz, nicht? Also da, die haben ja ein Audi, VW, also einen deutschen Manager zu 8 Jahren sozusagen Knast, VW, verurteilt und sozusagen, wenn ich mir angucke, sozusagen wie dialoghaft der Umgang mit Unternehmen, die sich nicht an Regeln halten, in Deutschland ist, dann wundere ich mich manchmal schon extrem. Ja? Als ich gerade in den Bundestag gewählt wurde, war schon mal ein Facebook-Skandal und dazwischen waren auch ganz viele Facebook-Skandale. Und damals war noch Ilse Aigner, Verbraucherschutzministerin, manche erinnern sich zurück, ja. Und die hat dann nach diesem Facebook-Skandal, hat die eben Facebook aufgefordert, sich mit ihr zu treffen und das Problem mal zu besprechen. Und die haben ihr noch nicht mal geantwortet. Was im politischen Berlin übrigens wirklich ungewöhnlich ist, wenn eine Ministerin sich mit einem Unternehmen treffen will, dann kommen die eigentlich immer, Facebook hatte kein Interesse. Und dann hat Ilse Aigner ihr Facebook-Account gekündigt. Ja. Und da hat Mark Zuckerberg aber echt Angst bekommen. Da hat er tierisch Angst bekommen. Und dieser Umgang war stilprägend, das muss man einfach so sagen. Aber das ist halt so, als hätten sie einen krassen Fleischskandal. Und die Verbraucherschutzministerin würde sagen, also ich esse ab jetzt nur noch Tofu oder so. Ne? Das können sie eigentlich den Leuten nicht erzählen. Aber wir haben das so gemacht und so, nicht die Unternehmen sind alle aktiennotiert, das ist ja nicht so, dass das 3 Kiffer in irgendeiner Garage sind, sondern es sind milliardenschwere Unternehmen und eigentlich kann man schon von denen verlangen, dass sie Steuern zahlen. Man müsste das halt nur hart durchsetzen und bisher ist das in der Form leider nicht zu erkennen und ich glaube, da täte es, sage ich jetzt mal, einem europäischen Selbstbewusstsein gut, wenn man da eine andere Gangart einlegen würde. Vielleicht ganz kurz doch einen Satz von mir zu den Steuern. Das war übrigens eine der Forderungen, das ist mir gerade wieder eingefallen, von Emmanuel Macron in seiner großen Rede von einem Jahr, Besteuerung der Internetgiganten. Auch unter anderem, um das Geld dann wieder zu investieren in wirtschaftliche Zusammenarbeit, zum Beispiel mit Afrika, ne, um da mal Fluchtursachen zu bekämpfen und so, ist von Deutschland, soweit ich weiß, nicht wirklich ernsthaft beantwortet worden bisher. Ich erinnere mal ganz kurz daran, dass wir noch auch Fragen an Sie haben aus den Labs. Also wer sich aus den Labs zu Wort melden möchte, aus den 4 Denkräumen, die wir hatten, gerne einfach kurz melden und wir kommen dann zu Ihnen. Apropos europäisches Selbstbewusstsein, das Sie gerade angesprochen haben. Wir haben hier noch eine Frage, die richtet sich vor allem an Sie, Herr Benrath. Welche Modelle zur Förderung der europäischen Open-Source-Wirtschaft und der Communities drumherum werden denn auf europäischer Ebene diskutiert? Noch nicht so viele leider. Da hoffen wir eben, dass wir jetzt im Zuge der Änderungsanträge und der Debatten um diese Digital Europe Facility da ein bisschen Bewegung reinkriegen. Was
schon läuft, ist ein Pilotprojekt, was wir als Fraktion, witzigerweise auf Initiative unserer Piratin Julia Reda, die ja auch bei uns in der Fraktion ist, gemacht haben, ist, das war glaube ich 1 Million Euro in ein Pilotprojekt zu investieren für Code-Auditing für Open-Source-Produkte. Aber da muss auf jeden Fall mehr passieren, ist klar. Ich gucke mal ins Publikum. Ich glaube, wir hatten aus Lab 4 eine Dame, die sich zu Wort melden wollte. Da ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Ah, nee, da hinten, genau. Ja, genau. Wir hatten in Lab 4 über die nachhaltige Wirtschaft 4.0 geredet und damit auch im Sinne der Nachhaltigkeit die Aspekte der Ökologie und der Gesellschaft mit bedacht und wollten daher die Frage als Quintessenz des Labs formulieren: Wie können wir durch Digitalisierung und Partizipation mit weniger Ressourcen einen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen? Allgemein, aber es war jetzt die Quintessenz von 1,5-stündiger Diskussion. Also wie können wir durch Partizipation und Digitalisierung mit weniger Ressourcen einen gesellschaftlichen Mehrwert erreichen? Weniger ausgeben, mehr bekommen. Was natürlich da sofort einfällt, ist die Sharing Economy, dass ich einfach nicht für jeden meinetwegen ein Auto kaufen und damit auch herstellen und die Ressourcen erzeugen und Energie verwenden muss und sowas, sondern dass ich einfach Carsharing mache und ich mache das auch in Brüssel. Ich brauche nur ab und zu mal am Wochenende für einen Großeinkauf ein Auto, sonst nicht. Da muss ich so ein Ding nicht vor der Tür stehen haben. Das können auch andere in der Zeit verwenden. Das ist eine Möglichkeit. Das geht, muss jetzt nicht für Autos gehen, geht bestimmt auch für Elektrofahrräder. Ansonsten bin ich aber manchmal auch so ein bisschen skeptisch, weil gerade so im grünen Umfeld oft dieses Ding kommt, wir müssen ja auch positives Verhältnis zur IT haben und dann sagen wir immer, das kann dazu beitragen, dass es eine nachhaltigere und gerechtere Wirtschaft und Gesellschaft gibt, wo das dann aber oft leider sehr unkonkret bleibt und ich manchmal auch das Gefühl habe, da muss jetzt nicht überall noch ein Computer oder eine Internetplattform dazwischen geschaltet werden, das kostet auch alles Strom. Ne? Hier in der ersten Reihe ist noch eine Frage aus dem Lab Nummer 2. Ne? Wandel der Arbeitswelt? Richtig. Wenn ich glaube, das hallo, ist an. Okay, aus dem Lab 2 kann ich da ergänzen. Es geht auch um die Frage der Beteiligung, auch der Demokratisierung. Und die Frage ist, kann man gesetzlich steuernde Algorithmen selber zur Demokratisierung beitragen, dass sie selber demokratisch sind? Und dann nochmal weitergedacht, zwei Bereiche, wo auch Beteiligung möglich sein soll und wo auch das mitgenommen werden kann, die nicht vertreten sind. Das eine ist der Betrieb. Also wie kann man auch in Betrieben, gerade wenn es um die Veränderung der Arbeitswelt geht, wie kann man da auch gesetzlich unterstützen, dass es entsprechend Beteiligung gibt der Belegschaft oder auch in den Kommunen? Also das findet ja teilweise schon statt und die Piraten haben das ja lange unter dem Stichwort Liquid Democracy sozusagen intern mit unheimlichen Versprechen verbunden. Ich würde sagen, da gibt es übrigens durchaus eine Parallele bezüglich der Frage der Nachhaltigkeit und der Frage der Demokratisierung. Also beides ist kein sich selbst verwirklichendes Ziel. Ja, also diese Frage der Nachhaltigkeit haben wir in den ersten Jahren immer unter dem Stichwort Green IT besprochen. Und irgendwie war noch vor 10 Jahren der große Mythos, also dass es alles total selbstlaufend, dadurch, dass wir vernetzter sind, muss sich niemand mehr aus seiner Wohnung hinaus bewegen und die digitale Arbeit und Parteitage werden nur noch online stattfinden und so, das ist alles so. Ne? Und heute stellen wir fest, durch die Digitalisierung erhöht sich vor allen Dingen massiv unser Stromverbrauch und durch die unheimlich schnellen Entwicklungszyklen bei Smartphones, Computern und so weiter haben wir auch einen wahnsinnigen Ressourcenverbrauch. Und ich glaube, es hilft auch überhaupt niemandem, diese Probleme schön zu quatschen. Also zu sagen, da würde irgendwas automatisch passieren. Sondern wir müssen wirklich, auch das ist eine Frage der politischen Gestaltung, da bestimmte Standards setzen und Vorgaben machen, damit das eben auch in eine richtige Richtung geht. Ich glaube tatsächlich, das ist meine tiefe Überzeugung, dass die Technik da unheimlich positive Dinge bewirken kann. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, bei allen
apokalyptischen Visionen, die man eben in China und so weiter erkennen kann, muss man ja sagen, dass die Digitalisierung unser aller Leben schon heute unheimlich positiv auch prägt. Ja? Also dieser Zugang zu Informationen an jedem Punkt, all die Technik, die wir heute einsetzen, sozusagen um, also jetzt bei mir ist es so der politische Blick, um Politik jeden Tag zu machen und miteinander zu kommunizieren, das ist ja sozusagen schon ein Mehrwert, den wir heute voll leben. Aber wenn man eben will, dass man die Stärken für die Demokratie entwickelt und tatsächlich auch den ländlichen Raum voll erschließt, dann muss man sich politisch darum kümmern. Und da vielleicht nur den einen Gedanken. Wenn alle Sonntagsreden ernst sind, dass das Netz die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts ist, was ich glaube, dann muss man das Netz auch bis ins letzte Dorf in Deutschland, bis zum letzten Leuchtturm und bis zur letzten Hallig bringen. Und die Argumentation, dass das leider, leider für die großen IT-Konzerne nicht attraktiv ist, die letzte Hallig zu erschließen, wenn wir mit der Denke an dieses Land rangegangen wären, bei anderer Infrastruktur, bei der Versorgung mit Strom, mit Wasser, ja, die Deutsche Post, die rudert zu jeder Hallig, heute nicht mehr rudert, aber früher schon, zu jeder Hallig raus, ja, und der Brief hat trotzdem so viel gekostet, als wenn du dir von Essen nach Düsseldorf einen Brief schreibst, ja. Und das war einfach der Anspruch in einem zivilisierten Land, dass diese Infrastruktur für alle gleiche Lebensverhältnisse schafft. Und bei der Digitalisierung bisher nichts als Lippenbekenntnisse. Es sind immer noch weite Teile des ländlichen Raums abgehängt und das ist für ein hochentwickeltes Land, für Deutschland einfach zu wenig. Wir werden das politisch sozusagen vorgeben müssen, weil die Wirtschaft wird es nicht von alleine tun. Oder aus Lab Nummer 3, da ging es um KI und Ethik, das schließt aber ganz gut an jetzt schon. Und, es geht um die Frage, inwiefern eigentlich die Gemeinwohlorientierung garantiert sein muss von riesigen Infrastrukturen und von monopolartigen Strukturen. Also es wurde ja gerade schon deutlich, wir haben zum Beispiel sowas wie Facebook, also diese riesigen Intermediäre, in Zukunft auch riesige Cloud-Systeme und natürlich das Internet als Intermediär im weitesten Sinne. Bestehen im Moment in der Politik Überlegungen für ein öffentlich-rechtliches Internet oder öffentlich-rechtliche Cloud-Systeme? Und die Frage, wie das Allgemeinwohlinteresse da sozusagen rechtlich abgesichert werden kann? Oder? Die Frage ist ja, warum die Infrastrukturen so systemrelevant werden, dass es umschlägt, dass wir Ansprüche daran artikulieren können, dass es jetzt uns gehört, so ähnlich wie die Wasserversorgung zum Beispiel. Ja. Ja. Also ich glaube, da muss man schon unterscheiden zwischen dem Internet sozusagen, der Infrastruktur, den sozialen Netzwerken obendrauf und dann auch der Frage der Inhalte, die da geteilt werden und sich verbreiten. Das Internet an sich ist ja gar nicht das Internet, es ist einfach ein Netzwerk von vielen Netzen, wissen wahrscheinlich die meisten hier, das sich mehr oder weniger freiwillig zusammenschaltet. Da gibt es dann manchmal Fragen zu, wer muss an wen was bezahlen für die Durchleitung und Interconnection, Peering und sowas. Das regelt sich aber eigentlich ganz gut so. Was wir da ja inzwischen haben, sind europäische Netzneutralitätsregeln. Ne, dass mein Provider, mein Zugangsprovider nicht einfach bestimmte Datenpakete priorisieren darf oder andere wegschmeißt. Ich glaube, so eine ähnliche Regelung brauchen wir auch noch auf der Ebene der sozialen Netzwerke, zumindest was die Messaging-Dienste da angeht. Ich muss in der Lage sein, mit meinen Freunden auch zu kommunizieren, wenn die auf Facebook sind und ich bin nicht auf Facebook. Ich glaube, diese Position hat Facebook inzwischen, dass es da so groß und so zentral geworden ist. Es gab in der Geschichte des amerikanischen Telefonnetzes eine ähnliche Entwicklung. Da hat AT&T erst überall Kabel ausgerollt und Telefonstrippen gezogen. Und dann gab es aber noch viele kleine lokale Telefonanbieter und die haben alle nicht miteinander geredet. Und dann hat teilweise manche Dorfkneipe dann 5 Telefone an der Wand hängen gehabt, damit von jedem Ort des Dorfes, von jedem Haus des Dorfes da angerufen werden konnte. Und dann hat irgendwann die Federal Communications Commission oder ein Vorläufer gesagt, ihr müsst jetzt miteinander reden. Interconnectivity-Vorgaben. Und ich glaube, so etwas Ähnliches bräuchten wir auch dringend mal bei den sozialen Netzwerken, zumindest was die Kommunikation angeht, weil die ja im Prinzip WhatsApp und so oder Signal, das sind alles die gleichen Protokolle, das ist alles von Open Whisper Systems. Ne? So, die dritte Frage ist aber dann zu den Inhalten, die Leute dann darauf austauschen und vor allem auch öffentlich machen.
Und da haben wir das Riesenproblem, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, dass da eben oft Inhalte priorisiert werden, stärker gepusht werden, aufgrund von Facebooks Algorithmus und so, die die Leute länger auf der Plattform halten, weil Facebook dann mehr Werbeminuten verkaufen kann. Und das sind aber in der Regel Inhalte, sieht man auch bei YouTube, die sozusagen, je länger ich draufbleibe, immer aufregender sind und mich immer mehr pushen und triggern und dann auch sozusagen, wenn man sich die Inhalte anguckt, immer radikaler werden, eben oft rechtsradikaler. Und das ist ein Riesenproblem, ob wir da als Alternative sozusagen ein öffentlich-rechtliches Facebook machen sollten, wo dann irgendein Rundfunkrat oben drauf sitzt und ein Intendant entscheidet, welche Algorithmen da wie funktionieren, bin ich mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich reicht es auch, wenn man Regeln vorgibt für, wie Facebook und andere diese Priorisierung von Inhalten dann vornehmen dürfen. Dass es eben bestimmte Arten sind okay, aber andere vielleicht wieder nicht. Und was wir jetzt gerade, wie gesagt, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, in Brüssel diskutieren, ist eben gezielte politische Werbung, die auf individuellen Profilen basiert, gerade im Vorfeld von Wahlen. Da fordern viele, auch die Kommission und so, oder der Kodex der Selbstregulierung, der gerade jetzt die Woche erschienen ist, mehr Transparenz, damit dann jeder angucken kann, was für eine politische Werbung habe ich angezeigt bekommen, wer hat die bezahlt, von wem kommt die und so weiter. Wir glauben, dass Transparenz da auf jeden Fall bei weitem nicht genug ist, sondern wir da wirklich auch, wenn es um politische Werbung geht, die auf individuellen Profilen basiert, von einzelnen Leuten, brauchen wir ein klares Verbot. Also das ist sowieso, glaube ich, ein Thema, es klang ja eben schon in dem Vorgespräch an, dass in Deutschland zumindest noch total unterbelichtet ist. Diese Frage der Manipulation des demokratischen Diskurses bei uns. In den USA gibt es aufgrund der Trump-Wahl eine massive Auseinandersetzung darüber. Sozusagen alle Thinktanks hängen da drin. Steve Bannon wird da als der große Hexenmeister gesehen, mit dem man irgendwie umgehen muss. In Großbritannien hatten so eine, das ist ganz interessant, so eine Internetkommission gebildet, im Grunde so ein bisschen wie die die Internet-Enquete, und die haben sich dann, weil es immer Gerüchte gab, dass die Brexit-Abstimmung manipuliert worden ist, haben die sich damit auseinandergesetzt und einen sehr nachlesenswerten Bericht geschrieben darüber und eben festgestellt, dass es massive Einflussnahme auf den Brexit gegeben hat. Und wenn man sich die Knappheit des Ergebnisses anguckt, dann wahrscheinlich sogar entscheidende Manipulation. Und in Deutschland hat es bei der Bundestagswahl 2017 auch Hinweise darauf gegeben, dass es illegitime Einflussnahmen gab. Die Bundesregierung macht bisher gar nichts damit. Ja, also wir sind da wirklich sehr unterkomplex und, wie ich glaube, auch eben verletzlich. Und man wird bei der Europawahl das schon sehen, sozusagen, weil natürlich die Interessen, diese Wahl irgendwie zu beeinflussen und illegitim zu beeinflussen, sind massiv hoch auf der ganzen Welt. Und man muss einfach davon ausgehen, dass das passiert. Und das kann man kann bestimmte Transparenzsachen schaffen. Ja? Also eines der großen Probleme, dass man eben bei diesem targeted, ganz individualisierter Werbung bisher hatte, war, dass Leute häufig eben nicht, wenn man mit Leuten spricht und die erzählen einem irgendwie was ganz Extremes, irgendwie Weltverschwörungsmäßiges, dann sagt man ja, ja, Gott, wo hast du das denn gelesen? Nicht? Und dann sagen die, ja, bei Facebook. Und dann sagt man, ja gut, bei Facebook. Das ist ja nur die Plattform. Und dann sagen die, ja, ach so, nee, woher das genau kam? Und dann sagt man, ja, vielleicht Epoch Times oder Russia Today, ja, kann sein. Und, aber wir haben da ein massives Problem, ja, und das ist jetzt frei von allen Anzeigen, die geschaltet werden, bei denen eben häufig nicht erkennbar ist, dass die AfD die schaltet und so. Ja, und inzwischen gibt es da so einen leichten Link-Button, aber in Amerika hat man relativ scharfe Regeln inzwischen implementiert, da muss das ganz klar gekennzeichnet sein, und wir sind da tatsächlich so ein bisschen verschnarcht, und ich glaube, auch in Deutschland müsste man sich sehr proaktiv darum kümmern, weil es diese illegitimen Einflussnahmen, diese Manipulationen, diese Fehlinformationen gibt. Und letzter Punkt, Steve Bannon ist eben kein Problem der amerikanischen Wahlkämpfe. Der hat sich jetzt für die nächsten Monate
komplett hier Europa verschrieben. Der trifft sich mit den Alice Weidels dieser Welt und mit den Viktor Orbans und so weiter und bereitet hier die rechtsextreme Konterrevolution vor. Ja, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und wenn ich mir da angucke, wie unsere Nachrichtendienste... Das Thema sparen wir uns am besten, weil der Samstag ja eigentlich ein schöner Tag ist. Aber sozusagen, wie wenig scharf darauf geguckt wird, dann wundert man sich wirklich. Ja? Denn in anderen Ländern ist das als Problem längst erkannt. Die bundesdeutschen Datenschutzgesetze sind nicht internetfähig und gehören reformiert. Das haben Sie geschrieben im Jahr 2011 in der HWS-Publikation. Wie sieht es denn damit im Jahr 2018 aus? Und anschließend eine Frage noch aus Slido: Selbst mit den besten Gesetzen könnte der Staat deren Einhaltung denn gegen die Macht der Konzerne effektiv durchsetzen? Also alle haben, das kann man ja zur Wahrheit auch mal erzählen, als es darum ging, wie die völlig veralteten Datengesetze reformiert werden sollen, gab es auch bei uns, auch bei den Grünen, eine große Diskussion, ob das jetzt durch eine, also alle waren sich einig, das sollte europäisch passieren, soll es durch eine Richtlinie passieren oder durch eine Verordnung, und ich war damals eher ein Richtlinienfreund, weil ich eben Sorge hatte, dass der hohe deutsche Datenschutzstandard geschleift wird durch so einen Prozess. Kann man sagen, das war damals die richtige Entscheidung, es anders zu machen, würde ich wirklich sagen. Trotzdem haben wir umsetzungsmäßig natürlich Probleme. Und die Bundesregierung hat sich krass nicht gekümmert. Und wenn ich eben als hier Ralf als Mitgestalter der Europäischen Datenschutzverordnung geoutet wurde, ein Raunen im Saal höre, muss man immer zur Wahrheit auch dazu sagen, wir haben in den letzten 2 Jahren in jeder zweiten Innenausschusssitzung das Bundesinnenministerium gefragt, die EU-Datenschutzverordnung kommt, was tut ihr zur Anpassung der deutschen Gesetze, was tut ihr, um die Bevölkerung, all die kleinen Sportvereine, über die jetzt alle Krokodilstränen weinen, zu informieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Ja, und die haben halt sich überhaupt nicht gekümmert. Und das ist schon auch Teil sozusagen der Exekutivverantwortung bei einem solchen Prozess, den die ja ganz eng begleitet haben und bei dem übrigens das Bundesinnenministerium, das kann Ralf aber viel besser erzählen, eine sehr ambivalente und, wie ich finde, bösartige Rolle gespielt hat. Das hat man eben völlig verschnarcht, und ein Großteil der Probleme und auch der Verunsicherung, die heute da ist, bis hin zu dieser Frage, was ist mit den Abmahnungen und so weiter, ist dem Umstand geschuldet, dass die deutsche Bundesregierung diesen Umsetzungsprozess, den nationalen Umsetzungsprozess, eben nicht ernsthaft angegangen ist. Und zu dieser zweiten Frage... Kann ich da kurz reinreden? Ja, ich würde das ein bisschen anders formulieren. Deutschland hat sich da schon relativ zügig darum gekümmert, die nötigen Anpassungen zu machen. Da gibt es ja noch ein paar Regelungsmöglichkeiten auf nationaler Ebene. Reste des Bundesdatenschutzgesetzes sind sozusagen geblieben, wurden neu formuliert. Landesdatenschutzgesetze ähnlich. Dann war das Polizeirecht auch noch betroffen, weil es noch eine Polizeidatenschutzrichtlinie parallel gab. Das haben sie alles sehr zügig gemacht. Da war Deutschland wirklich Vorreiter im Vergleich zu allen anderen EU-Mitgliedstaaten. Das Problem ist nur, sie haben da Scheiße reingeschrieben. Sie haben versucht, mit der deutschen Anpassung oder Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung im Prinzip große Teile des Kompromisses, den wir in Brüssel ausgehandelt haben, wieder zu schleifen, zulasten der Verbraucher natürlich. Und das war das Problem. Da haben wir im Bundesrat ja noch irgendwie wochenlang dagegen angekämpft damals, wo es zum Glück noch eine Mehrheit der grün mitregierten Länder gab. So, ein Punkt hat jetzt noch, den habe ich vergessen, dann mach du mal weiter. Ja, und es war auf jeden Fall... Die Kommunikation hat gefehlt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da sind wir uns einig, ja, und es war ein maximal intransparenter Prozess, ja, ein maximal intransparenter Prozess. Und ich bleibe dabei, diese Verunsicherung, die da ist, man hätte es, also wenn man die Verantwortung ernst genommen hätte und wenn man das, was man nach außen immer gesagt hat, dass einem sozusagen der deutsche Datenschutzstandard ganz wichtig ist und so, dann hätte man diesen Prozess ganz anders sozusagen begleiten müssen, von Regierungsseite. Und dieser zweite Punkt mit der Frage, kann man diese Unternehmen überhaupt regulieren oder ja, hat man einen Zugriff auf die? Da kann ich nur sagen, das ist meiner Ansicht nach eine der großen Tricks und eine der Chimären, die immer wieder erzählt würden, wie so eine Urban Myth.
dass diese Unternehmen ja global agierende seien, die man irgendwie nicht richtig regulieren kann. Und das Internet ist ja international. Und wenn du da einen versuchst zu schnappen, dann schwuppdiwupp ist er in Thailand und so. Das ist meiner Ansicht nach totaler Quatsch. Ja, das sind alles börsennotierte große Unternehmen, die eine Compliance haben, die in Brüssel sehr massiv gegen Gesetze lobbyieren, weil sie sich da nämlich genau an diese halten müssen. Und man muss eben auf der Durchsetzungsebene stärker werden und man muss von politischer Seite deutlich machen, dass man das ernst meint. Deutschland ist ein total wichtiges Land für die Digitalisierung, ja, weil es wirtschaftlich stark ist im Kern von Europa und so weiter. Europa mit 500 Millionen Leuten ist ein mega wichtiger Markt für jedes Unternehmen der Welt. Ja? Ich würde sagen, Europa ist wichtiger als Nordamerika für Facebook. Ja? Und deswegen, wir können das total selbstbewusst machen. Und das Problem ist, dass dieses Verständnis bisher fehlt und dieser Gestaltungsanspruch bisher fehlt. Aber wenn er da ist in den Parlamenten, sei es im EP, sei es in den nationalen Parlamenten, könnte man unheimlich viel hinbekommen. Ja, gerade mit der Datenschutzgrundverordnung haben wir es ja gezeigt, ne? Und da haben wir, glaube ich, zwei Sachen neu, die wirklich wichtig sind, um diese Sachen endlich auch mal durchzusetzen. Das ist ja inhaltlich gar nicht so neu. Datenschutzrecht gibt es auf EU-Ebene seit 95, wie gesagt. Wir haben zwei Sachen da gemacht, um es besser durchzusetzen. Und da sieht man jetzt auch schon die Ergebnisse. Das eine ist eben die möglichen hohen Bußgelder bis 4% des Jahresweltumsatzes. Das wird natürlich nur in krassesten Fällen verhängt. Da steht auch so eine lange Liste von Kriterien in der Verordnung drin, nur bei Gewinnerzielungsabsicht, bei schweren Vergehen, in Wiederholungsfall und so weiter. Aber diese 4% hängen einfach jetzt als Damoklesschwert über allen großen Unternehmen, die Daten verarbeiten. Und die haben dazu geführt, dass jetzt in den letzten zwei Jahren, seit das Ding in Kraft ist, bis zur Anwendung diesen Mai, alle schon mal angefangen haben, digitalen Frühjahrsputz zu machen, ne? Und wirklich teilweise hunderte von Leuten abgestellt haben. Google hat gerade jemand berichtet, dass das irgendwie im Milliardenbereich war, die Anpassung von deren internen Datenverarbeitungsprozessen, und haben da wirklich aufgeräumt. Das merkt man schon als Effekt jetzt. Plus, wir haben bei der Durchsetzung das Schlupfloch Irland geschlossen. Das war immer ein Riesenproblem, dass die meisten ihren europäischen Sitz in Irland haben, weil da Englisch geredet wird und es Steuervorteile gibt und so. Und die irische Datenschutzbehörde war einfach chronisch unterengagiert, um es mal vorsichtig zu sagen. Und da haben wir jetzt durch den Konsistenzmechanismus, dass eben, wenn ich als Betroffener mich aus Deutschland beschwere in Irland oder aus Österreich wie Max Schrems, dass die betroffenen Datenschutzbehörden da jetzt untereinander zusammenarbeiten müssen und das nicht den Iren alleine überlassen wird und am Ende im Zweifelsfall sogar der neue Europäische Datenschutzausschuss damit Mehrheit entscheiden kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Mechanismus dazu, die Durchsetzung nochmal. Wir machen eine letzte Runde. Es gibt noch zwei Fragen und die sind beide in der ersten Reihe. Bitte schön. Ja, ich habe eine Frage, die sozusagen auch ein bisschen den Informationsoverflow gerade betrifft. Und zwar, das ist wirklich eine sehr ernste Frage. Im ganzen Tag heute haben wir gemerkt, dass wir immer von der Metaebene bis ins kleinste Detail bei jeder eigentlich der Panels springen und wir gucken eben, wie wir Infrastruktur bis ins kleinste Detail und Geopolitik und dann ist irgendwie auf einmal Sharing von meinem alltäglichen Weg oder Sharing von irgendwelchen Kinderklamotten bis hin zu große, wie wollen wir leben und was ist Liebe, hatten wir morgen. Also wir springen quasi sehr stark und das ist auch, glaube ich, letztendlich ein Effekt von dieser Digitalisierung, den ganzen Tag zwischen mega kleinen Punkten und ganz großen Metaebene. Und die Frage, die ich habe, ist, wie können wir vielleicht in der Bildung oder ist es überhaupt ein Thema, mit diesem Overflow, mit uns und mit den nächsten Generationen umzugehen, damit man überhaupt noch fähig ist, als Land, als Rahmengesetzgeber, als Gestalter zu merken, was ist wichtig und was nicht. Also diese Kompetenz in diesem Datenoverflow, ist das überhaupt ein Thema? Ich merke, dass es mich sehr stark betrifft, einfach persönlich. Und das ist auch, glaube ich, ein Erkenntniswunsch an die Politik, steht hier ein Ergebnis aus den Labs. Menschen wissen, was sie tun. Also da geht es um das Stichwort digitale Bildung und dann Herrin wieder werden von den Vielfaltsflow sozusagen und dem Informationsflow. Wir nehmen die zweite Frage noch mit. Geht aber in eine ganz andere Richtung, aber können wir gerne machen. Oder? Also ganz kurz, dann würde ich schon mal zur ersten Frage antworten, bevor es hier durcheinander geht.
Ich bin jetzt nicht der Experte für Bildungsfragen, deswegen muss ich mich da ein bisschen zurückhalten, aber meine spontane Reaktion wäre, digitale Bildung verkommt dann oft so, wir machen Schulungen in Office oder solche Geschichten. Das kann es echt nicht sein. Es ist sicherlich auch wichtig, dass wir mehr Leute in Deutschland brauchen oder auch in Europa, die programmieren können, die wirklich gute IT-Sicherheit bauen können und ähnliches. Da gibt es massenhaft Nachwuchsbedarf. Und da gibt es auch ein massives Gender-Problem übrigens leider in Deutschland, in anderen Ländern nicht so stark. Aber sozusagen, um als Verbraucher oder auch als Bürger oder Bürgerin die Sachen beurteilen zu können, die da passieren, um eine Meinung zu haben, zum Beispiel zum Klimawandel und zur Mobilität, brauche ich kein Automechaniker zu sein. Ich kann trotzdem sagen, wir müssen weg vom individualisierten Verbrennungsmotorverkehr und hin zu öffentlichen und vielleicht geteilten Elektromobilitätskonzepten. So, das muss ich für einen Digitalbereich auch machen können. Und da muss man aber eher, glaube ich, sozusagen grundlegende Fähigkeiten drauf haben. Da würde ich vielleicht eher mal Ethik, Philosophie, Soziologie oder solche Sachen lehren, als unbedingt das, was sehr techniknahes. Direkt dazu? Ich möchte eigentlich noch ein Wort auf unserem Lab. Dann bitte noch mal kurz das Mikrofon, sonst können Sie Leute im Livestream nicht verfolgen und nicht hören. Führen Sie mal ganz kurz direkt dazu und dann gehen wir es an Welf Schröter zurück. Es sind im Grunde nur 3-4 Worte. Bei uns ging die Diskussion dann auf einen wichtigen Begriff heraus, nämlich Mündigkeit. Und dass man durch all diese Entwicklungen im Grunde die Errungenschaften der Aufklärung hindurch retten muss. Das klingt pathetisch, aber vielleicht findet man hier den Faden, an dem sich solche Unsicherheiten vielleicht entlanghangeln können. Also wenn ich das ganz kurz noch verstärken darf, weil ich das absolut teile. Also ich bin ja Jahrgang 71 und ich habe 91 Abi gemacht und bei uns gab es Informatik in der Schule. Ja? Und der Informatiklehrer, der hat immer gesagt, wenn ihr jetzt nicht Basic lernt, dann werdet ihr in 20 Jahren keinen Arbeitsplatz haben. Also ich kann kein Basic und es hat irgendwie ich bin Politiker geworden. Und vorher habe ich als Rechtsanwalt gearbeitet, aber ist vielleicht beides nachdenkenswert. Aber ich will auch sagen, ich meine, was ist das, wir müssen uns ja die Frage stellen, was ist das Ziel? Ja, Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Ja, unser Leben wird ja nicht automatisch besser, weil wir digitalisiert sind, sondern wir sind uns ja wohl im Augenblick einig, ich bin jetzt auch geprägt durch die letzten Wochen natürlich massiv, aber unsere Demokratie, unser Rechtsstaat steht massiv unter Feuer. Und das hat viel mit der Disruption zu tun, die durch Digitalisierung entsteht. Aber ich würde eben wirklich sagen, wir brauchen halt Leute, die einen klaren Blick auf die Probleme haben, die eine Selbstverortung haben, die verstehen, was bestimmte Werte sind. Und die sind Gott sei Dank analog, ja. Und sozusagen unseren Rechtsstaat wird kein Algorithmus für uns retten, sondern sozusagen dafür brauchen wir eben selbstbewusste, gut gebildete, mit einem Wertekanon ausgestattete Menschen. Und ich glaube, dass es deswegen natürlich wichtig ist, dass man die MINT-Fächer stärkt und so weiter aus so einem ökonomischen Ding heraus. Das ist nicht mein Thema. Aber die Frage, ob wir eben in Freiheit zukünftig leben, die macht sich an anderen Werten fest. Und da haben wir eben auch ein massives Problem im Augenblick. Ich möchte gegen Ende noch einen anderen Aspekt hinzufügen. Ich komme aus dem arbeitsweltlichen Zusammenhang, mein Herz schlägt für 4000 Betriebsräte. Wenn wir den Umbau wollen und diese Art von Digitalisierung als Transformation wollen, dann brauchen wir innerhalb der Betriebe eine bestimmte Art von Kooperations- und Veränderungskultur und Veränderungsbereitschaft. Das geht nur, wenn wir in der Lage sind, die Zukunft des Wortes Betrieb zu definieren, zu klären. Eine Reform des Betriebsverfassungsgesetzes und wir brauchen eine drastische Ausweitung des Wortes Mitbestimmung und wir brauchen Mitbestimmung entlang der Wertschöpfungskette. Ihr nickt beide, das heißt, ihr seid voll dabei. Kann ich der Beate sagen, sie soll es einbringen. Immer alles der Beate sagen, das ist nicht verkehrt. Beate Müller-Gemmicke, die bei uns genau diesen Bereich politisch macht
und mit der ich vor 5 Jahren jetzt bald zusammen, das macht man selten in der Opposition, einen eigenen Gesetzesentwurf geschrieben habe, nämlich ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Klingt jetzt irgendwie so speziell und so ein bisschen spartig und so ist es aber nicht. Ist schon ganz lange in der Diskussion, seit, ich glaube, 12 Jahren. Scholz hat da, als er noch Arbeitsminister war, mal so einen Entwurf für die Schublade gemacht und dann in der Opposition unter Schwarz-Gelb den eingebracht und dann ist es wieder nicht gekommen und das ist sozusagen ein ganz relevanter Teilbereich, wo eben deutlich wird, wie die Digitalisierung unsere Welt durchpflügt, ja, und die Arbeitswelt. Es sind alles, was wir haben an Richtlinien, sind eben Rechtsprechungen durch Arbeitsgerichte, aber es gibt im Grunde kein Gesetz, das diesen Bereich regelt. Und zwar ganz krasse Fragen. Ja? Einmal natürlich die Wertschöpfung und die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch trivialste Fragen wie wer hat Zugang zu welchem E-Mail-Account und wie wird die Überwachung des Arbeitsplatzes verhindert und ähnliches. Ja, das ist ja, findet ja heute teilweise alles schon statt. Und deswegen ist das eigentlich ein schönes Beispiel dafür, Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, dass eben der Gesetzgeber hier in eine gestaltende Rolle kommen muss. Es hat da so krasse Umbrüche gegeben und in dem Bereich hat man es bisher alles bei der Rechtsprechung hängen lassen und das führt in vielen, vielen Betrieben zu einer extremen Verunsicherung und Unklarheit und ich kann da nur bei bleiben, der Gesetzgeber muss an dieses Thema ran. Er hat natürlich einen Punkt, dass man da bestimmte Begriffe erstmal wieder klären muss. Ne? Arbeitnehmerdatenschutz gilt für Arbeitnehmer. Wenn ich für Uber Auto fahre, sagt Uber, ich bin freiberuflicher Mitarbeiter, sozusagen selbstständiger Vertragspartner, aber de facto bin ich da ja eigentlich abhängig beschäftigter Taxifahrer. Ne? Und diese Klarziehungen brauchen wir, glaube ich, in vielen Fällen auch. Letzte Frage aus dem Publikum. Bitte schön. Ich wollte zur digitalen Bildung noch kurz was ergänzen. Und zwar geht es bei der digitalen Bildung, das ist auch schon genannt worden, tatsächlich als Ziel auch eine digitale Mündigkeit von Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen. Und es geht ja nicht um digitale Lernung oder sowas, also es geht nicht um diesen Lernprozess, sondern um tatsächlich Bildung im weitesten Sinne, auch im Humboldtschen Sinne. Und da finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir auch über die Begrifflichkeiten Kompetenz auch nochmal diskutieren, weil oft heißt digitale Bildung ist Medienkompetenz zu schaffen. Das sehen aber zum Beispiel die Amerikaner am Massachusetts Institute, diejenigen, die digitale Bildung schon in den 70ern eigentlich angefangen haben mit der Programmiersprache Logo oder jetzt mit ganz neu mit der Plattform Scratch zum Beispiel. Da geht es tatsächlich darum, dass eigentlich das Ziel die Beteiligung an einer digitalisierten Gesellschaft ist. Das heißt, Medienkompetenz muss das Ziel sein, Medienpartizipation muss das Ziel sein und Medienkompetenz wird in verschiedensten Dimensionen diesem Ziel untergeordnet. Das heißt, wir brauchen eigentlich digital mündige Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, diejenigen, die digital gebildet werden müssen und sollten in Schulen, die müssen eigentlich dazu befähigt werden, ein gelingendes Leben in einem voll digitalisierten Zeitalter auch bestehen zu können. Das war also ein Plädoyer. Vielen Dank für das Schlussplädoyer. Ein Hoch auf Slido. Ja, wir haben ja gesagt, es gibt Vorteile von jeder Beteiligungsform, analog und digital. So, an dem Punkt sagen wir einfach mal ganz herzlichen Dank an Ralf Benrath und Konstantin von Notz. Dankeschön. So, normalerweise wäre jetzt an so einem Punkt bei einer Tagung Schluss. Weil man irgendwie gesagt hat, ja okay, wir haben jetzt ganz viel gesprochen, idealerweise geht man dann nach Hause, redet vielleicht noch mit Partnern, Familie, Kolleginnen und Kollegen darüber. So, und wir haben uns gedacht, naja, eigentlich gehen wir jetzt noch einen mini kleinen Schritt weiter und gehen mal in den Transfer, was das eigentlich alles bedeutet. Ne? Sie haben es angesprochen, wir haben jetzt wahnsinnig viele Informationen bekommen, was machen wir denn jetzt damit? Und zwar als Bürgerinnen und Bürger, auch als Konsumentinnen, die wir sind. Und dann haben wir gesagt, okay, 10 Minuten am Tag sollten wir uns dafür noch nehmen.
dass wir jetzt mal gemeinsam in die Reflexion gehen. Stichwort Mündigkeit. Was können wir denn jetzt zum Beispiel mit diesen Informationen anfangen, die wir heute gehört haben? Was meine ich damit? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ich habe vor, ich glaube, 8 Jahren mal eine Moderation gemacht zum Thema Datenschutz. Und hinterher habe ich gedacht, warum in alles in der Welt habe ich eigentlich eine Payback-Karte? Es geht gar nicht. Und dann habe ich die abgeschafft und habe 2, 3 Gespräche noch geführt. Das heißt, es war eine ganz praktische Konsequenz, wo mir etwas klar geworden ist, wo ich was getan habe als Bürgerin. Und das wollen wir jetzt zum Schluss einfach anregen, dass wir nochmal kurz in diesen persönlichen Transfer gehen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn Sie sich einfach kurz zu dritt zusammentun, mal 10 Minuten die Köpfe zusammenstecken. Was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Sie können gerne auch die Stühle verstellen, dass Sie miteinander sprechen können und sich einfach nochmal kurz Gedanken machen gemeinsam.
Thank you.
Okay. Wir gehen auf die absolute Schlussgerade. Und ich höre mal kurz rein. Also die Frage eben war ja gerade, was machen wir eigentlich aus all den Informationen, die wir jetzt bekommen haben? Und zum Abschluss gehe ich einfach mal kurz ein bisschen zu Ihnen ins Publikum und wir horchen mal, was die Gespräche eben ergeben haben. Ich komme mal zu Ihnen. Was ist Ihre Quintessenz gerade gewesen? Ich sehe, Sie tauschen noch Kontakte aus und Visitenkarten habe ich schon verteilen sehen. So, nochmal kurze Konzentration. Was ist denn Ihre Quintessenz gerade gewesen im Gespräch, was Sie als Bürgerinnen vielleicht ändern werden als Konsumentinnen? Wir haben jetzt hier in unserer kleinen Gruppe darüber gesprochen, ob wir tatsächlich mal den Messenger wechseln und WhatsApp aufgeben und zu einem anderen Messenger wechseln, sind aber noch nicht 100% entschlossen dazu, ob wir es auch wirklich tun, weil es ist wirklich nicht einfach. Ein anderer Punkt war der Blick auf die Datenschutzgrundverordnung. Gerade bei mir persönlich, ich habe da viel damit zu tun gehabt in den letzten 3, 4, 5 Monaten und hatte sehr viel damit zu tun und habe wirklich auch geraunt, als hier das Thema aufkam. Ich habe jetzt einen anderen Blick darauf und bin sehr froh, dass wir zwischen dem Polen, USA und China hier in Europa diese Regelung gefunden haben und würde das jetzt doch deutlich positiver sehen, dass wir das haben. Und das Dritte war, dass ich gerne in dem Bereich, wo ich jetzt tätig bin, in meinem Alltag, im Flüchtlingsbereich, ich habe viel zu tun mit Flüchtlingen und Migranten, und dass ich da gerne in dem Bereich Medienkompetenz und Demokratieprozesse und in sowas gerne einsteigen möchte und da weiter dran denken möchte. Vielen Dank fürs Teilen, das ist schon ganz schön viel. Ich komme noch mal kurz um. Wer möchte noch kurz was teilen? Was sind bei Ihnen für so Gespräche gewesen, Erkenntnisse gewesen? So, weil wir auch so ein bisschen zusammen ernten dürfen, was der Tag an Konsequenzen auch mit sich bringt oder auch einfach nur für Gedanken. Jetzt gucke ich natürlich Leute an, die ich vorhin ganz gut habe reden hören in den Labs. Darf ich Sie mal ansprechen, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist dazu? Also das Erste war, ich habe immer noch eine Payback-Karte. Autsch. Und dann habe ich gedacht, ich bin viel sensibler mit Daten seit der DSGVO. Nochmal echt, ich habe gedacht, ich sei vorher schon sensibel gewesen, aber naja, ging noch mehr. Und was ich jetzt vor allem in dem Lab 2 gelernt habe, ist, wir hinken mega hinterher. War mir vorher schon klar, aber Wolf Schröter hat nochmal irgendwie erklärt, wie sehr wir hinterher hinken. Und das fand ich irgendwie krass. Aber wir haben gerade eben auch darüber gesprochen, dass es halt auch wichtig ist, irgendwie den digitalen Wandel irgendwie jetzt mal anzupacken. Also es ist echt immer so ein Hin und Her zwischen jetzt aufspringen, aber jetzt erstmal vorsichtig und ja, weiß ich nicht. Ich muss sagen, ich war in Estland und habe es total genossen, dass da alles so digital ist. Ja, apropos über Tellerrand schauen und wo hat es funktioniert. Genau. Okay. Ja. Vielen Dank. Ich gucke mich nochmal um, ob irgendjemand noch total wild ist, noch was zu teilen. Ansonsten lassen wir es auch einfach mal sacken nach diesem sehr, sehr langen Tag. Und natürlich gibt es eine Dokumentation, das hatte ich schon mal kurz erwähnt, kann man auf der Homepage abrufen, wo auch die Folien nochmal abrufbar sind. Es gibt auch einen YouTube-Channel Mitschnitte und es gibt auch übrigens 3 separate kleine Interviews, die wir heute Vormittag nochmal mit den 3 Beteiligten vom Podium geführt haben, die sind dann auch abrufbar. Also da kann man dann auch, wenn man dann nochmal überlegt, was zu ändern, dann nochmal nachschauen. So, und ich glaube, jetzt ist der gute Moment gekommen, um Danke zu sagen für all diejenigen, die heute diese Tagung ermöglicht und gestaltet haben. Deswegen bin ich schon mal um die Säule rumgegangen, weil jetzt Annette Görlich von der Böll-Stiftung nochmal ein paar Protagonisten ins Blicklicht rücken wird. Annette, wem sagen wir eigentlich Danke? Ja. Miriam, du darfst dir gleich eine nehmen. Ja, ich denke, Sie haben mitgekriegt, warum ich sehr gerne mit Miriam Janke zusammenarbeite, weil uns immer neue Formate und Momente einfallen, die eine Tagung möglicherweise beleben. Und es ist ein Prozess im Wachsen und wir lassen den weiter wachsen.
Danke, dass Sie hier sind. Und jetzt möchte ich gerne alle, die dazu beigetragen haben, nein, alle, die, das geht nicht, so viele Dosen haben wir nicht, aber alle, die Inputs gegeben haben in den Labs und noch da sind und alle, die die Labs begleitet haben, hier hochbieten, genauso wie Roderick Käferpütz, Ralf Bentrath und Konstantin von Nutz. Also es sind natürlich Emoji-Kekse. Ja, genau, Entschuldigung, wollte ich gerade sagen. Emoji-Kekse, natürlich nur die mit guter Stimmung, aber auch da gibt es ja unterschiedliche. Hier, Kaya sucht dir einen aus. Und Sie sehen, wir scheuen keine Mühen, um uns was einfallen zu lassen. Und von daher viel Spaß und guten Appetit. Das sind Schokoladenkekse. Leider hat meine Tochter gerade festgestellt, nein, nicht Bio. Oh. Sogar mit Palmöl. Also ich habe ja gesagt, es ist ein Prozess, so eine Tagung. Und das nächste Mal haben wir die korrekten Kekse. Wir hoffen. Ja, wir haben heute wahnsinnig viele Fragen gestellt und hoffentlich auch ein paar Antworten bekommen. Und wir freuen uns, wenn einfach auch ein paar Fragen dazugekommen sind, weil ich glaube, die helfen uns weiter als Werkzeuge. Und in diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein wunderschönes Wochenende, eine gute Heimreise. Und ich bin mir sicher, wir sehen uns bei dem Thema wieder.